König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. User in your channel started recording. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Nachdem wir ja die letzte Folge mit der feinen Frau Steffi beglitten und bestritten haben, haben wir heute mal wieder einen richtigen Roman, nämlich Puls. Und da es ja endlich mal wieder ein richtiger, vollwertiger Roman ist, haben wir gedacht, wir setzen uns da mal mit ein paar mehr Menschen dran. Und deswegen habe ich heute nicht nur wie immer den wundervollen Flo bei mir. Hallo Flo. Guten Abend, Bela. Ich merke schon, du hast Puls. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Bela. Und zwei Gäste und Gästinnen, nämlich einmal den wunderbaren Psychofi. Hallo Psychofi. Hi, grüß dich. Und die großartige Tinkerbell. Es ist schön, dass du mal wieder da bist. Danke, dass ich wieder da sein darf und dass wir den Puls heute gemeinsam spüren. Ja, euch beide kennt man schon aus diesem Format. Psychofi, du warst bei uns zu Cujo zu Gast, also echt am Anfang dieses Formats. Ja, genau, richtig. Also wir haben zusammen einmal auseinandergenommen, wie Hunde so ticken. War super. Und Tinkerbell, du warst bei uns bei Brennen muss Salem, wenn ich mich nicht täusche. Und das Mädchen, ne? Ja, genau. Also es ist bei dir nicht ganz so lang her. Aber da wollte ich euch fragen, hat sich bei euch denn irgendwas getan im Sinne von irgendwelche neuen Projekte, die ihr seit der letzten Folge bewerben wollt oder irgendwelche Dinge, über die ihr reden möchtet? Also da muss ich tatsächlich passen. Mein einziger sonstiger Auftritt, außer nun, dass man mich unter dem Handle Psychophil auf Twitter finden kann, findet man mich einmal bei euch in der Cujo-Folge. Die ist sehr gut, hört sie euch an. Kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch einen YouTube-Kanal, aber der ist noch nicht wirklich groß und vielleicht beim nächsten Video. Und ich glaube, den YouTube-Kanal hatte ich auch damals schon verlinkt. Also wenn der seitdem sich nicht geändert hat, ist es noch der. Doch, ist ein neuer. Ah, okay. Ja, also dann reden wir da nochmal drüber, ob du den verlinkt haben willst oder nicht. Gut, perfekt. Ja. Wir wollen über Puls reden und ich sage euch gleich, ich warne euch vor, ich werde schreien. Bevor ich das tue, lieber Flo, möchtest du uns eine zeitliche Einordnung geben? Ja. King hat den Dunklen Turm zu Ende geschrieben und hat gedacht, ach, ich könnte ja mal aufhören mit dem Schreiben. Also, was er so regelmäßig denkt, eine Viertelstunde später hat er dann eine Colorado Kid geschrieben. Und in der Zeit kam ihm auch die Idee zu Puls, weil er eine Frau telefonieren hat sehen. Und das Ganze ging dann tatsächlich überraschend schnell. Er hat das Ganze von der Idee bis zum Druck in 10 Monaten runtergerissen. Das Lustige daran ist, er hat vorher noch Love geschrieben. Das besprechen wir das nächste Mal, denn das Buch ist dann tatsächlich erst nachher erschienen. Ja, das Ganze startete in den USA bei Simon & Schuster mit 1,1 Millionen Kopien und mit einer Werbeaktion. Sie haben den Telefonanbieter Nextones überreden können, den Leuten Werbung zu schicken. Man konnte also einem Stephen King VIP-Club beitreten und man konnte Wallpaper zu dem Buch kaufen oder Klingeltöne und ja, it's okay, it's a normie calling oder beware, the next call you take may be your last. Das waren Texte, die da laufen sollten, wenn es nach King gegangen wäre, das haben sie dann doch nicht gemacht. Trotzdem kam die Werbeaktion nicht so gut an. So eine Überraschung. Simon & Schuster wurde auf 10 Millionen verklagt. Aber trotzdem, Cell, wie das Buch im Original heißt, es war draußen. Es ist auch 2006 in Deutschland erschienen. Und der arme Jonas erzählt uns jetzt, worum es geht. Der Comiczeichner Clay ist gerade geschäftig in Boston, als plötzlich alle Menschen, die Handys benutzen, zu einer Art tobsüchtiger Zombies werden. Fest entschlossen, seine Frau und seinen Sohn in Maine zu finden, bringt ihn seinen Weg zunächst mit Tom und dem Teenager Alice und später auch mit einem Unidirektor und dessen Schützling zusammen. Gemeinsam gelingt es ihnen,
einen sich inzwischen zusammengefundenen Schwarm der Zombies in die Luft zu sprengen. In der Folge werden sie jedoch von dem Schwarmbewusstsein der Zombies, was sich herausgebildet hat, als Unberührbare markiert. Und das wird auch irgendwie telepathisch an alle Zombies und alle normalen Menschen weitergegeben. Sie gehen dann gemeinsam mit anderen Unberührsamen in eine Falle, in der sie dann für ihr Verbrechen hingerichtet werden sollen. Allerdings stellen sie ihre eigene Falle in dieser Falle und sprengen wieder jede Menge Zombies in die Luft. Und dann macht Clay sich alleine weiter auf die Suche nach seinem Sohn und findet ihn auch relativ schnell, allerdings als Zombie. Und die Erzählung endet dann damit, dass er versucht, seinen Sohn mit Hilfe eines zweiten Handyanrufs wieder in einen Menschen zurückzuverwandeln. Und ob das klappt, erfährt man nicht. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Das Buch hat genau die richtige Substanz für diese Zusammenfassung. Ich beneide dich auch immer wieder nicht um deinen Job, muss ich dazu sagen. Bevor ich über den Inhalt schreie, möchte ich gleich erstmal an einen Punkt schreien, der mich wahnsinnig gestört hat, und das ist die Übersetzung. Deshalb an euch die Frage, hat irgendeiner die englische Version gelesen oder haben wir alle die deutsche? Ich habe damals bei Release die englische gelesen, aber es ist halt sehr lange her. Ich habe damals schon beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, habe ich nur die deutsche gehabt. Dann habe ich mir das Hörbuch in Deutsch geholt und jetzt halt wieder für die Folge auch wieder die deutsche Version. Okay. Und ich muss dir in dem Punkt tatsächlich recht geben, es gibt Probleme mit der Übersetzung und das wird leider auch beim nächsten Roman noch so sein. Ja. Red weiter. Ja, in dieser Zeit, ich weiß nicht, was Heine gemacht hat, aber die haben da echt Scheiß gebaut. Und das merkt man nicht nur bei den echt komischen deutschen Titeln. Also hier Cell übersetzt mit Puls, okay, das gibt noch Sinn. Das nächste Buch heißt im Original Lizzie's Story und wurde einfach übersetzt mit Love. Das Buch danach heißt Wahn, also die haben einfach Worte genommen mit vier Buchstaben, ob sie passen oder nicht. Und inhaltlich haben sie tatsächlich auch einige Fehler gemacht. Ich will euch dafür mal ein Beispiel oder zwei Beispiele geben, die mich wahnsinnig rausgebracht haben, wo ich dann erstmal eine Viertelstunde speckern musste über diese dämliche Wortwahl. Clay blickte gerade rechtzeitig hinüber, um sehen zu können, wie ein zweiter Springer aus einem der oberen Stockwerke des Hotels jumpte. Oder die Zeit verging wie im Gänseschritt. Ich weiß, Übersetzungen sind schwierig, aber was soll denn sowas? Das sind jetzt nur zwei deutliche Beispiele, die mich echt ins Stolpern gebracht haben, aber es hat mich wahnsinnig gemacht in diesem Buch. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre mir nicht aufgefallen, hättest du es nicht gerade mindestens mal kurz an zwei Beispielen genannt. Aber jetzt, wo du es sagst, fallen mir ein paar kleinere Sachen ein, wo man noch mal drüber reden kann. Also, ja. Es ist halt einfach in meinen Augen schlechte Arbeit. Das will ich eigentlich damit nur sagen. Das ändert natürlich am Inhalt nichts. Der Inhalt ist schlimm genug, aber das ist ein anderes Thema. Aber es hat mich echt in Stolpern gebracht und es hat mich wütend gemacht, weil ich das nicht leiden kann. Ich meine, hätte ich es gewusst, hätte ich gleich das Englische gelesen, aber naja, gut, ich hatte dann halt schon mit dem Deutschen angefangen. Aber naja, gut, also nur, dass ihr gewarnt seid, wenn ihr die englische Version lesen könnt, wenn ihr dazu sprachlich in der Lage seid, würde ich empfehlen, die englische zu lesen. Gut, Jonas, du hast ja gerade schon gesagt, das ist so, zumindest so ein bisschen ein Zombie-Roman. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie steht ihr denn generell zu diesem Genre Zombie-Roman? Es war mein erster Zombie-Roman, ansonsten kenne ich das nur aus Filmen und Serien. Und es war okay, aber es, ja, mehr nicht. Es war relativ belanglos, fand ich. Okay. Also ich liebe normalerweise Zombie-Romane total. Das war ja auch diese Phase, wo dann die ganzen Remakes kamen von Stolz und Vorurteil und Zombies und so. Ich habe damals unzählige Zombie-Bücher wirklich weggelesen. Und normalerweise hast du bei einem Zombie-Buch eigentlich kaum Chancen, das irgendwie schlecht zu machen, weil du halt einfach immer du kannst immer Schockmomente reinnehmen, du kannst immer wieder dieses
Element machen, jemand wurde gebissen und verheimlicht das. Du kannst halt wirklich damit ein bisschen Dramatik aufbauen, auch wenn es sich immer ein bisschen wiederholend ist. Aber Zombie ist eigentlich immer ein Garant für, och, so schlecht wird schon nicht sein. Ja, jein. Okay, es gibt richtig Zombie-Trash, aber so ein guter, solider Zombie-Roman und tatsächlich zähle ich hier, also das, sagen wir mal, das erste Drittel das, von diesem Buch tatsächlich auch dazu. Das ist immer unterhaltsam. Da kann, hast recht, kann man nicht viel falsch machen. Man muss aber auch eine Schippe drauflegen, wenn man es gut machen will. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er es geschafft hat. Aber hier gerade so die Anfangssequenz, die fand ich da richtig stark. Und das Buch hat ja auch eine Widmung für Richard Matheson und George Romero. Also Matheson ist ja ein Schriftsteller, der, glaube ich, für Ich bin Legende hauptsächlich bekannt ist. Das ist ja dieser Zombie-Roman mit Vampiren. Und Romero ist nicht nur ein Regisseur, der viele King-Verfilmungen gemacht hat, sondern natürlich für die Night of the Living Dead und Dawn of the Dead und so weiter, für diese die wirklich klassischen Zombie-Filme verantwortlich ist. Psychophie? Ja, also die klassischen Zombie-Filme, die nehme ich eigentlich auch gerne mit, weil es ist halt, ich sag mal, wenn man es ein paar Mal gesehen hat, ist es irgendwie leichte Unterhaltung. Mit, wenn es gut gemacht ist, natürlich ein paar schönen Schockern oder sowas drin oder kleinen Kehrtwenden. Da hat man, glaube ich, mittlerweile auch schon mal fast alles gesehen. Und ich stimme da auch schon zu, im ersten Drittel merkt man das schon ziemlich stark, dass das irgendwie, also da baut es ja auch ziemlich gut Momentum auf. Mich hat aber irgendwann so im Laufe des Buches, also die Schwarmbildung und dann kriegen die Fähigkeiten und so, hat mich das immer mehr an, also einfach weil auch Schwarm gesagt wird, an die Zerg aus StarCraft erinnert, die so ein Kollektivwesen sind und die nicht einfach eine Horde Blutrünstiger sind, wo du wirklich ne, auch irgendwo eine Chance hast, weil sie irgendwie wild und unkontrolliert durch die Gegend rasen. Ich muss dazu sagen, ich lese halt so Zombie-Zeug oder anders. Ich lese ja 90% Horrorliteratur. Und da kommt einem halt zwangsweise auch das eine oder andere Zombie-Buch über die Hände. Und ich bin daran übersättigt. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Es gibt ein paar Rausreißer, zum Beispiel Brian Keane, der sehr putzige, sehr humorvolle, sehr intelligente Zombies schreibt. Zum Beispiel. Aber der hat halt einen ganz bestimmten Kniff, dass es eben keine klassischen Zombies sind. Ja, hier, das sind auch keine ganz klassischen Zombies. Sie sind aber für mich echt schlecht gemacht. Und was ich lustig finde tatsächlich, für mich ist eigentlich in diesen Zombie-Romanen immer das Interessante, dieser Zusammenbruch Teil der Zivilisation, der da mitschwingt. Was man ja auch aus den obligatorischen Serien kennt und so weiter, dass der eigentliche Feind und das eigentliche Problem gar nicht die Zombies sind, sondern die Überlebenden. Und von daher finde ich das lustig, dass ihr alle der Meinung seid, der Zombie-Teil käme so im ersten Drittel vor allem sehr gut raus, denn den Anfang fand ich persönlich sehr, sehr schwach. Es wurde für mich besser gegen Ende hin, als wir dann eben so dieses Level hatten von wir sind unberührbar und so. Aber diesen ganzen eigentlichen Zombie-Teil, den konnte ich überhaupt nicht fassen. Der hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, das erste Drittel, was die beiden anderen schon gesagt haben, das ist tatsächlich eher Zombie und danach geht es eher Richtung Vampire. Weil dieses, sie sind nur am Tag unterwegs, die Menschen sind jetzt nur in der Nacht unterwegs. Also diese klassische Aufteilung von Vampiren und Menschen. Und wenn man das als Vampir-Aspekt sehen würde, wäre das vielleicht ein Grund, warum dir das besser gefällt? Nee, also ich glaube, für mich ist es wirklich dieser Moment, dass sie zum Beispiel intelligent genug sind, in dem Moment die restlichen Normis eben in so eine Falle zu locken. Oder dass sie eben die markieren als Unberührbare. Und das dann eben entsprechende soziale Ächtung nach sich zieht und so weiter. Also diesen Fall, dieses soziale Element daran, den fand ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, mich holt das erste Drittel auch so stark ab, weil ich zu der Zeit damals gerade den Turm zum ersten Mal fertig gelesen hatte. Und da ist es ja, wie Roland schon so schön gesagt hat, ne, Wochen und Monate Vorplanung, es zieht sich alles und dann ist in 5 Minuten Action alles vorbei, so nach dem Motto. Ne? Und ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich quasi so einen Turm-King lese. Also da
baut sich jetzt was auf, dann eskaliert irgendwann im letzten Drittel des Buches oder so irgendwas. Und hier war es ja so, ich weiß nicht, ich glaube, die ersten 20 Seiten kriegt man nicht voll und schon springen Leute aus Häusern, die beißen sich gegenseitig Sachen ab, es wird irgendwie Mord und Totschlag und so. Und das hat mich halt erstens überrascht und zweitens hat mich das dann auch direkt mitgerissen. Also das Tempo vom Anfang hat mich abgeholt und dann später hat sich's halt angefühlt wie eine Flaute. Okay. Das ist bei mir halt genau andersrum. Aber ja, Flo? Mhm. Na, also ich mochte auch dieses Tempo vom Anfang und vor allem, dass wir sehr schnell reingeschmissen werden. Und ich habe natürlich wieder viele Rezensionen auch aus der damaligen Zeit rausgesucht und durchgelesen und es wird ganz oft so eine 9-11-Parallele gezogen. Und man muss bedenken, 2006, ja, aber das stimmt schon. Also hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, es ist ein wundervolles 30-Seiten-Stück von einem normalen Tag, der zur Hölle geht und zwar ist schnell und hart, genau wie 9-11. Ja, auf jeden Fall, die Parallele ist definitiv da und auch die ganzen Auswirkungen, die das natürlich hat. Und es wird ja tatsächlich auch im Buch immer mal wieder erwähnt. Also ich denke schon, dass das auch so ein bisschen im Hinterkopf war. Mhm. Weil es hat ja auch nicht wirklich was mit der Apokalypse zu tun, die wir in The Stand hatten. Das war ja so global. Und hier konzentrieren wir uns auf einen Ort eigentlich nur. Auch wenn erwähnt wird, dass es global läuft. Das Gefühl ist trotz der Weite, die das Buch hat, weil es ist ja eigentlich eine Reisegeschichte, ist es viel, viel enger. In meinen Augen. Und das ist wieder das Nächste, weil du gerade sagst, es ist eine Reisegeschichte. Hat das für euch gezogen? Weil das ist auch wieder sowas, dass ich verstehe das auf einer abstrakten Ebene, ja, dass die da durchs ganze Land laufen im Prinzip oder eine große Strecke. Aber das versagt halt auch bei mir wieder komplett. Das für mich hätten die auch einfach im Kreis laufen können und es wäre genauso okay gewesen. Das war das erste Mal, als ich dann extrem an The Stand gedacht habe, tatsächlich, als ich das auch gelesen habe. Das, irgendwie hatte ich generell da das Gefühl, dass das zwar diese Zombie-Idee da war, aber danach war einfach so die Idee weg, so was könnte man jetzt machen? So, und dann irgendwie nur eine Wiederholung von, ach, das hat da schon mal geklappt, das hat da schon mal geklappt. Und vor allem, was mich auch genervt hat, Flo, du hattest gerade diesen Punkt mit dem 9-11 und so weiter. Ich habe jetzt gerade so abgewunken, weil das, glaube ich, für mich so eine Parallele ist, die mir so offensichtlich erschien, dass ich die nicht für erwähnenswert hielt. Ja. Und du hast natürlich recht. Aber was mich zum Beispiel auch stört, ist, dass wir das hier direkt als Terrorakt in irgendeiner Form erstmal deklarieren, ohne dass in Frage gestellt wird. Hätte man das in Spekulation gelassen, was jetzt da so richtig passiert ist oder wer das veranlasst hat oder wie auch immer oder warum überhaupt oder ob sich das System plötzlich so selbstständig gemacht hat von selber oder sowas, das hätte ich viel cooler gefunden, als dass wir gesagt kriegen, okay, Terroranschlag, die wollen jetzt, dass wir alle durchdrehen. Vor allem, weil die TM. Das ist auch eins der großen Probleme, die ich habe. Solange man nichts weiß und gut, ist egal, ob man jetzt sagt Terroranschlag, jeder hat ja seine Theorien. Umso mehr er wieder versucht, da was reinzubringen, das ist dann mein Problem mit der zweiten Hälfte des Buchs. Er rutscht mir zu sehr dann in so ein Fantasy-Setting ab. Plötzlich die Telepathie, die Levitation und dann der Lumpenmann. Das hat mich nicht so überzeugt. Wenn er wirklich einfach nur gemacht hätte und gar keine Erklärung oder ja, wie bei Romero, bei Night of the Living Dead. Ja, da gab es eine Raumsonde, die abgestürzt ist. Vielleicht war das das oder vielleicht war das das. Oder vielleicht haben sich einfach die Tore zur Hölle aufgetan. Man weiß es nicht. Wenn die Leute einfach hätten spekulieren können, das hätte mir erheblich besser gefallen. Wie steht ihr denn zu dieser ganzen Idee, dass die sich updaten und dass diese Zombies sich verändern? Denn im Gegensatz zu dir, Flo, war das tatsächlich der Punkt, der mir Spaß gemacht hat. Dass es eben von diesem Zombie-Roman eben auf diese etwas andere Ebene übergeglitten ist. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es hat mir das Buch nicht gerettet, aber es hat es besser gemacht. Also ich finde die Idee an sich super. Ich habe halt jetzt im Nachhinein, nach dem x-ten Mal die Geschichte wieder lesen oder hören, hat's
mich irgendwie angefangen, ein bisschen so zu kratzen, so dieses so, also erst braucht es diesen Puls über den Mobilfunk, dann kriegen sie die Hirne gelöscht. Die werden dann von irgendwo neu bespielt. Sie haben tatsächlich noch nicht so ganz das Potenzial ihrer Fähigkeiten, aber sie treffen sich in Schwärmen und kriegen dann eine Dauerwerbesendung über diese CD-Spieler, wo ich nicht weiß, wo der Rest betrieben oder wie das verteilt wird, weil die Fähigkeit dazu, also haben sie noch nicht oder ist es gar nicht genannt worden. Das wird so ein bisschen offen gelassen. Das macht es dann aber auch wieder spannend, weil man selber ruminterpretieren kann oder es ist halt die klassische Angst vorm Unbekannten. Stichwort zeitlicher Ablauf. Diese Evolution, die diese Zombie-Dingsies da machen, das fühlt sich für mich nach mehreren Wochen an. Im Buch ist es ja faktisch so ein paar Tage eigentlich, oder? Hat das Pacing für euch funktioniert? Also es geht sehr schnell. Also es sind 3 oder 4 Tage, ne? Ich glaube ja. Ja, also das war auch, fand ich auch ziemlich schnell. Allein schon, die zerfetzen sich und dann sammeln sie sich und dann läuft das Update. Das kam mir logistisch schon ein bisschen schnell vor. Genau. Mhm. Ja. Ja. Das hast recht, das war ein bisschen off, das Pacing. Also, wobei es mich das jetzt weniger gestört hat, weil das Buch halt auch ab und zu mal ein paar Längen hat, dann kommt es einem auch wieder länger vor. Also vom Pacing her passt es ja auch irgendwie nicht ganz, wie diese Reise stattfindet. Ich meine, King hat wie immer hingeschrieben, dass er sich ein paar geografische Freiheiten genommen hat. Aber irgendwo hat Clay, glaube ich, mal gesagt, so dieses, er muss so und so viele Meilen bis nach Hause laufen und irgendwie 3 Tage später sind sie dann da. Und da frage ich mich halt, haben die so ein ultrastrammes Marschtempo drauf? Oder, weil sie müssen ja auch unterwegs, irgendwie die Straßen sind immer verstopft, sie treffen andere Gruppen, es wird sich ausgetauscht und so. Weiß ich halt nicht, wie sie das gemacht haben. Wahrscheinlich irgendwo am Straßenrand 7-Meilen-Stiefel gefunden. Oder einfach die ganze Zeit irgendwie das Nächte ignoriert worden. Also es ist einfach so Zeitsprünge gibt, die gar nicht erwähnt werden. Mhm. So gerade, wo sie auf der Straße sind, wo sie da langlaufen, da könnte das eventuell sein, dass sie einfach nur sagen, ja, da, wo sie am Friedhof vorbeikommen, die Nacht da und so generell, aber ansonsten. Jonas, wie ging es dir denn mit dem Pacing? Ich habe auch irgendwie gedacht, es wären ein paar Wochen gewesen. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich das finde, aber ich finde nur, dass es am 1. Oktober angefangen hat, beziehungsweise in der Vorbemerkung zur Inhaltsangabe steht, in den ersten Oktoberwochen spielt das. Also es sind wohl doch mehr als nur ein paar Tage. Naja, in den ersten Oktoberwochen ist das Buch hat ein offenes Ende. Also von daher kannst du das halt beliebig weiterspielen. Also weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich glaube, sie haben ja mindestens 3 Nächte verbracht, bis sie an der Uni waren. Dann da nochmal ein paar und dann sind sie von da ja weiter ins DR gezogen. Also ich denke mal, 2 Wochen sind das mindestens, die da laufen. Ich meine halt nur, was für mich nicht zueinander passt, ist, dass die Darstellung der Entwicklung dieser Zombies in so kurzen, sprunghaften Elementen gezeigt wird und dann aber das eben nicht mehr dazu passt, wie die Reise verläuft. Das ist eigentlich der Konflikt, den ich da habe. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie auf diese Zeitschiene gar nicht so geachtet. Aber ja, es stimmt, es passt nicht richtig zusammen. Ich habe gerade nebenher heimlich noch mal im EPUB-Reader einfach mal Wochen geschmissen als Suchbegriff. Also als Clay in seiner Straße ankommt und diesen Nachbarsjungen zudeckt, ist angegeben, dass sie seit 1,5 Wochen Nacht für Nacht unterwegs gewesen seien. Okay. Mhm. Also da ist dann wahrscheinlich, so wie die Tinkerbell gesagt hat, sind wahrscheinlich einfach viele Nächte geskippt worden und es ist immer nur der Fokus auf die Zeitpunkte, wo echt was passiert oder so. Wofür ich auch sehr dankbar bin, wenn ich es so betrachte. Interessantes Element fand ich noch die Tatsache, wie sich die innere Einstellung zu den Zombies ändert. Auch hier würde ich gerne noch mal ein Zitat werfen. Er hätte uns ebenso gut die Dillinger-Bande nennen können, dachte Clay. Und dann dachte er, für mich sind sie nicht mehr die Handy-Verrückten, ich nenne sie jetzt die Handy-Leute. Wie kommt das? Der dann folgende Gedanke war noch unbehaglicher. Wann hört ein Überläufer auf, ein Überläufer zu sein? Die Antwort darauf, so erschien es ihm, konnte nur lauten, wenn sie eindeutig in der Überzahl sind.
Dann wurden diejenigen, die keine Kollaborateure waren, zu, nun, wer ein Romantiker war, bezeichnete diese Leute als den Untergrund. Wer keiner war, nannte sie Flüchtlinge oder einfach nur Verbrecher. Und diesen Switch zwischen wir sind die Normalität und die anderen sind die Normalität, das war ein Punkt in diesem Buch, der mir massiv gut gefallen hat. Aber es bleibt leider bei diesem einen Satz. Da wird, glaube ich, nochmal vom Harvard-Menschen irgendwie kurz bekräftigt, viele Seiten später, wo er sagt, unser Weg ist der einzige Weg zu leben. Mhm. So finde ich halt schon nochmal so, ne? Aber mehr kam da leider auch nicht. Gut, wollen wir mal ein kleines bisschen auf die Charaktere schielen? Was haltet ihr davon? Ja, das passt, glaube ich, in dem Buch auch ganz gut. Wir haben ja nicht so viel. Fangen wir mit Clay an. Wir haben hier wieder den obligatorischen halbgescheiterten Künstler. Auch wieder fürchterlicher Machismo, aber gut, das ist ein anderes Thema. Natürlich müssen sich die zwei Männer auch, aber ich schrei gleich weiter, müssen sich die zwei Männer natürlich auch gegenseitig auf die Schulter klopfen dafür, dass sie der jungen Frau in ihrer Obhut nichts antun. Ansonsten kann ich zu Clay nichts sagen, er geht mir auf den Sack. Clay ist ein gutes Vehikel für eine Geschichte, die sich nicht um Figuren dreht, weil er einfach nur blass ist. Ich meine, wir haben einen Comiczeichner, der gerade eine Graphic Novel verkauft hat, namens Dark Wanderer. Und allein da hat King ja schon mal wieder ganz tief in den Turm gegriffen. Also der Held heißt Ray Damon, also RD. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Und der Bösewicht ist ein Zauberer mit Namen Fleck, F-L-A-K. Das ist natürlich was ganz anderes als der Fleck, F-L-A-G-G. Ja. Und es ist so ein, ein Cowboy Science Fiction, was weiß ich. Also, ganz klar hat da King wie den dunklen Turm sich als Vorlage genommen. Das könnte ein netter Gag sein, aber ich fand das einfach nur billig. Und ja, die Figur, es ist einfach so Stereotyp auch. Ja, ich muss meinen Sohn finden. Ja, okay. Habt ihr Lust gesehen? King erwähnt ja irgendwo auch Krieg der Welten, diese Tom Cruise-Verfilmung. Mhm. Das ist ja genau, es ist genau dieselbe Figur. Ja, ich habe an Lost gedacht, als bei Lost ist doch der Typ mit seinem Sohn, mit dem, keine Ahnung, 12-, 13-jährigen Sohn, der dann auch von den Bösen entführt wird. Und er rennt dann über 2,5 Staffeln durch diese Insel und schreit nur, Michael! Und das war's an Handlung. Und so kam es mir vor bei diesem Buch. Ja, viel mehr ist da auch nicht. Zwischendrin hatte ich mal das Gefühl, er hätte ganz vergessen, dass er seinen Sohn sucht. Sondern er geht einfach nur weiter. Und dann am Ende ist es ja wieder das Allerwichtigste. Also komische Figur. Aber dieses, dass er seinen Sohn sucht, also ich finde, das hat er schon eigentlich immer im Fokus. Die Zombies töten und seinen Sohn finden und dass sein Sohn bitte noch kein Zombie ist. Also grundsätzlich fand ich jetzt Clay sympathisch geschrieben. Also einfach so dieses der nette Typ von nebenan. Und dieses dann, was du auch schon meintest, Dela, dass sie sich dann gegenseitig auf die Schulter geklopft haben. Hey, wir haben der kleinen Mädel nichts angetan. Das ist so, ab dem Moment wurde es dann unsympathisch. Ja, es reiht sich halt für mich irgendwie so ein bisschen zusammen. Auf der einen Seite bin ich bei Tinkerbell. Ich finde es schon, er ist sympathisch, weil er sucht seinen Sohn. Und am Anfang sagt er ja noch nicht mal, er will Schwärme töten, sondern es ist einfach so, es ist ihm egal, er muss an diesen Typen vorbei und er, sein Sohn. Dann wird immer wieder mal auf einmal seine Frau erwähnt, die hatte ich am Anfang so das unangenehme Gefühl, dass sie versuchen, so eine Pseudo-Damsel in Distress unterzuschieben. Die gibt's ja auch noch, du musst auch deine Frau retten. Nee, wir brauchten nur wieder mal eine scheiß Frau. Ja, oder wir so. Wir brauchten eine vernachlässigende Mutter, die wieder nicht genug für ihr Kind zurück. Was wir ja bei King immer haben.
Aber zum Frauenbild komme ich auch gleich wieder. Ja, und das ist halt, also ich meine, und dann ist, dann findet er seine Frau nicht, sondern findet er zuerst die aus dem anderen Schwarmkiller-Squad, dann hat er eine schwangere Damsel in Distress noch dabei. Und das mit dem, sie klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, ist halt irgendwie so, fand ich so krass hervorgehoben, dass sie diese was war das, Hardcore-Christin oder so treffen, die dann auch noch sagt so, Kind, lass nicht zu, dass die dich mitnehmen und noch am Höllentor mit dir Unzucht treiben und so. Und ab da war ja so dieses so, nein, nein, das machen wir nicht. Und dann bei Tom zu Hause war es so dieses so, du weißt ja, dass sie vor mir nichts zu befürchten hat und so, wo ich mir dachte, mein Gott, Leute, das sollte eigentlich Common Sense sein. Kann ich ganz kurz an der Stelle einhaken? Dazu. Tom ist ja gezeichnet als homosexuelle Figur. Ja. Das ist an mir komplett vorbeigegangen, bin ich ehrlich. Das habe ich dann im Nachhinein begriffen. Und dann macht dieser Satz Sinn mit dem, dir ist ja klar, dass die von mir nichts zu befürchten hat. Wenn diese Information dir fehlt, und die hat mir am Anfang gefehlt, dann wirkt dieser Satz noch viel ekliger, als er eigentlich ist. Also ich habe das mit Tom tatsächlich geschaltet, als sie die Tanklaster holen waren und Clay diesen absolut unnötigen Satz loslässt, von wegen so, ich bin hetero, Tom. Heteros wissen automatisch von Natur an, wie man in Gangschaltung fährt. Und Tom sagt darauf halt relativ bitter, so dieses so, ja klar, Ende der Welt, dann auch jagdfrei auf die Schwulen, warum nicht? Und ich dachte mir, Moment, was? Darf ich ehrlich sein? Das ist mir bis jetzt komplett untergegangen. Das habe ich nicht gereilt. Ich auch nicht. Okay, ich dachte, das wird am Anfang ziemlich deutlich gesagt. Ja, also so, aber dass auch ich das kapiert habe und ich kapiere sonst sowas gar nicht. Also ich habe es wahrscheinlich gelesen und einfach wieder vergessen, weil es mir egal war. Aber hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Das Schöne ist, was ich sagen muss, was ich gut finde, ist einerseits die Tatsache, dass das einfach eine Tatsache ist und da wird nicht drauf rumgegeistert, großartig. Also, ne, der ist nicht übertrieben gezeichnet durch seine Sexualität oder irgendwie was. Der ist halt so. Andererseits hast du wieder so Momente, wo wir sehen, der ist halt ein homosexueller Mann. Natürlich muss den seine Wohnung weibisch sein. Und natürlich muss der dann dem Klischee der vereinsamten Katzenlady entsprechen. Ich will damit nur sagen, dass das fliegt für mich angenehm unterm Radar. Nicht, weil ich will, dass es homosexuelle Figuren nicht gibt, sondern weil ich nichts anstrengender finde, als wenn das ein Plotpunkt ist. Ja. Genau. Ich finde das eigentlich sehr angenehm gerade, dass diese Normalität ist, genau, dass ich es nicht mehr gemerkt habe. Ja. Nur wie gesagt, den Kontext muss man haben, damit man diesen Satz, dass die sich auf die Schulter klopfen, dass sie dem Mädel nichts tun, einordnen kann und den nicht ganz so schlimm findet, wie man ihn im ersten Moment liest. Glaube ich. Ja, obwohl ich fand, dass King es ein bisschen schwierig dadurch gemacht hat, dass er dann noch öfters erwähnt hat, wie schön denn diese junge Frau ist. Ja, das muss er natürlich. Das ist Charakterzeichnung. Leider. Ah, so. Ja. Habt ihr zu Tom noch was zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt anfangen rumzuschreien. Also ich fand Tom tatsächlich einen der Charakter, die mir lieber waren, muss ich ehrlich sagen. Ja, 100%. Ich fand die Art cool, wie er halt auch ab und zu hier so, des Weiteren ging ein Levit des Weges oder so, wo er so, ne, das ist die biblische Version von Leck mich Lady, wo ich mir gedacht habe, so nice. Auf der anderen Seite, was ich tatsächlich beim Clay-Tom-Gespann noch sehr anstrengend fand, ist, dass am Anfang hat Clay ihm ja irgendwie gesagt, so, ich rede den ganzen Tag dumm Zeug und mache blöde Witze zu allem. Mhm. Und am Ende tut er das gar nicht mehr, weil es wird ja auch immer schwieriger, die Situation für die Leute. Und bei allen möglichen Gelegenheiten sagt Tom so, Clay, jetzt bitte keine Witze. Und dabei kam eigentlich schon seit, keine Ahnung, 50 Seiten nichts mehr. Wo soll er das denn jetzt herzaubern? Ich muss aber sagen, ich fand Tom auch sehr sympathisch in seiner ganzen Zeichnung und vor allem eben gerade seine Abneigung gegenüber diesen ganzen Fundamentalisten und so weiter. Das hat mir schon Spaß gemacht. Tom war tatsächlich auch der einzige Charakter, der mir positiv in Erinnerung geblieben ist in diesem Buch. Aber kommen wir jetzt zum Frauenbild. Bevor ich schreie, möchte irgendjemand schon mal vor mir irgendwas dazu sagen? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich mag Alice, obwohl sie so schlecht geschrieben ist. So muss ich es, glaube ich, sagen.
Also hier fand ich tatsächlich überrascht, als sie gestorben ist. Aber ich glaube eher, weil es so, ja, so sinnlos war. Hm. Tatsächlich hätte ich diesen Charakter gerne noch ein bisschen länger gehabt anstelle von, wie heißt der andere? Jonathan, ist das der? Georgie. Also dann der, ja. Jordan? Ja, genau. Jordan. Ja, genau. Oh, danke. Ach ja, Namen. Also, Alice, mich haben diese Baby-Nikes genervt. Mhm, komme ich gleich dazu, ja. Okay. Ja, Alice, ich weiß nicht, ich fand sie eigentlich am Anfang, war so ein bisschen so überzeichneter, hysterischer Teenie-Charakter. Ich meine, in Anbetracht dessen, dass ihre Mutter im Taxi, glaube ich, irgendwie den Fahrer angefangen hat zu essen, am Anfang okay, dann irgendwie, dann übernimmt sie, als sie von Tom zu Hause aufbrechen, auf einmal das Kommando und dann auf einmal ist es wieder weg, ohne dass es dafür einen Schlüsselmoment gab, so, wo ich mir gedacht habe, und dann legt sie alle ihre psychischen Probleme in diesen Schuh und ich weiß nicht, dann ist sie auf einmal die Hilfsbereite und dann kriegt sie einen Stein an den Kopf und dann war sie weg, wo ich mir gedacht habe, also lieber Alice und den Rektor mitnehmen, anstatt Jordan und den kompletten anderen Killer, die andere Schwarmkillertruppe, fand ich tatsächlich. Gut, dann würde ich jetzt mal anfangen. Theorie dazu. Alice ist in meiner Welt oder in diesem Buch für mich nur dafür da, um Rache zu üben. Sie hat nicht das Interesse, irgendwen zu retten, geschweige denn die ganze Welt zu retten, geschweige denn irgendwas gegen das Problem zu tun. Sie will nur Rache. Ich führe das gleich aus. Dann der nächste Punkt. Kleider Kasper ist so voller Machismo, dass er nicht mal zugeben kann, dass sie ihm Trost spendet. Die sitzen bei Tom zusammen am Küchentisch und es fällt der Satz, er wollte sich nicht auf ihren Trost einlassen. Es war schwierig, etwas von der eigenen Selbstbeherrschung aufzugeben und ihren Trost zu akzeptieren. Aber er tat es doch, der großartige Mensch, weil er vermutete, dass für sie das Geben wichtiger als für ihn das Nehmen war. Denn natürlich sind Frauen nur darauf geprägt, euch arme, hascherle Männer zu trösten und euch aber dabei natürlich das Gefühl zu geben, dass ihr nicht schwach seid. So. Du sagst das so, als wäre das nicht wahr. Dann der zweite Punkt. Natürlich ist ihre Natur rein mütterlich, deswegen hängt sie sich ja auch ihre ganzen psychischen Probleme an einen Babyturnschuh. Selbstverständlich ist sie vergebend und gnädig. Auf sexistische Beleidigungen reagiert sie wohlwollend. Natürlich auch wieder fürsorglich, indem sie den Typen verpflastert. Sie hat, wie Psychophie schon gesagt hat, genau 5 Minuten die Chance zur Initiative, indem sie eben ihre Rache versucht zu üben. Es fällt hier der Satz, ich will sie ausrotten, sagte sie plötzlich. Die auf dem Fußballplatz will ich ausrotten. Ich sage extra nicht töten, weil ich nämlich glaube, dass Jordan recht hat. Und ich will es nicht für die Menschheit tun. Ich will es für meine Mutter und meinen Dad tun, also persönlich Rache, weil der ebenfalls tot ist. Ich weiß, dass er es ist. Ich will es für meine Freundinnen Vicky und Tess tun. Sie waren gute Freundinnen, aber sie hatten Handys, mit denen sie ständig telefoniert haben. Und ich weiß, wie sie jetzt sind und wo sie schlafen, an einem Ort wie diesem beschissenen Fußballplatz hier. So, also sie hat 5 Minuten lang die Initiative, kann dafür sorgen, dass der Plan umgesetzt wird, dass sie die in die Luft sprengen und dann wird sie entsorgt. Und natürlich von genau diesem Typen, auf den sie vorher wohlwollend reagiert hat. Das Frauenbild in diesem Buch kotzt mich an. Wir haben da noch die andere Frau, die nur davon definiert ist, dass sie schwanger ist. Und nur daran, mir fällt nicht mal mehr der Name von der Frau ein. Diane. Wobei ich sagen muss, sie ist wenigstens nicht unangenehm gezeichnet, weil sie gar nicht gezeichnet ist. Aber jetzt, bitte widersprecht mir, bitte sagt mir, ich lese es falsch, aber es kotzt mich an. Nee, ich würde sogar noch dazu noch einen draufsetzen, also beziehungsweise noch dazu fügen, dass als Clay seine Frau dann findet, hat sie natürlich die tolle Fick-mich-Bluse an, genau, die er so sehr an ihr geliebt hat. Und dann wird erstmal kurz ausschweifend erzählt, wie er an ihr rumgespielt hat, wenn sie die früher angehabt und lalalala, im nächsten Augenblick schubst er sie beiseite. Dazu kommt aber noch der Punkt. Die läuft jetzt in ihrer tollen Fick-mich-Bluse rum und natürlich ist sie der Zombie-Apokalypse zum Opfer gefallen, weil sie ja nicht ihrer Verpflichtung als Mutter nachgekommen ist, sondern weil die blöde Kuh natürlich die Frechheit besessen hat, sich um ihre eigene Ursprungsfamilie, ihre Mutter zu kümmern.
Das ist ja auch noch wichtig, dass deswegen der Sohn auf sich allein gestellt ist. Ich möchte hier nicht widersprechen, aber ich möchte noch mal erwähnen, dass auch die männlichen Charaktere echt beschissen gezeichnet sind hier. Also wir haben nicht nur miese Frauencharaktere, wir haben eigentlich nur miese Charaktere. Beschissene menschliche Charaktere. Und ich weiß auch nicht. Das, ich glaube, er hat sich zu sehr an Zombie-Geschichten orientiert, weil das ist das Problem bei der Masse der Zombie-Geschichten. Also es gibt wirklich gute und das sind die, in denen du dich die Charaktere reinversetzen kannst. Aber Zombie oder auch, man kann auch hier Zombie-Filme oder auch Slasher-Filme oder so, bei ganz vielen werden die Charaktere nur genutzt, um sie abschlachten zu können. Und dann brauchen die nicht viel Inhalt, denken die Macher. Und das ist, glaube ich, auch hier das Problem. Ich meine, hier wird dann jetzt nicht so groß gemetzelt. Na gut, Alice ja, aber er nutzt die Figuren, glaube ich, als Träger der Handlung und nicht als Figuren. Ja, aber der Punkt ist, es regt mich schon wieder auf, dass wir diesen sinnlosen Tod und sinnlose Tode in der Apokalypse sind vollkommen legitim. Das ist vollkommen in Ordnung. Absolut. Dass wir diesen sinnlosen Tod wieder Alice zuschreiben. Hätten sie irgendjemand anderen da so totgeschlagen und deswegen hätten wir dann im Nachhinein demonstriert, dass die, die sie angegriffen haben, jetzt vom Lumpenmann weggemeuchelt werden und so weiter. Hätte viel besser geklappt, hätte viel besser funktioniert und wir hätten diesen Charakter behalten und der Charakter hätte eine Chance gehabt, für irgendwas anderes außer wieder das Verderben für alle anderen zu sein. Das ist es aber wieder nicht. Es muss wieder die Frau das Verderben sein. Also gerade der Punkt Rache ist halt auch irgendwie, also ich weiß nicht, wie viele von den klassischen Actionfilmen ihr gesehen habt, aber so dieses typische ein Mann auf seinem Rachefeldzug ist halt auch so ausgelutscht, dass ich es auch hier nicht gut fände. Also egal, wer von denen Rache will, es hätte halt einfach nicht gepasst. Die haben ganz andere Probleme, um die sie sich hätten kümmern können. Wie du schon gesagt hast, Welt retten, den aktuellen Menschenbestand retten, was auch immer so. Es gibt eigentlich viel, viel mehr zu tun, als nur, ich will jetzt jemanden tot sehen. Ja, genau, genau. Und sei es nur, sich selbst einfach den Arsch zu retten. Richtig. Ja. Ist schwierig. Das ist halt, ich hab's gerade nebenher nochmal nachgeschaut, weil mir was in Erinnerung war. Hier der Dialog zwischen Ray und Clay, bevor der sich eine Kugel in den Kopf jagt, ist auch, also der sagt, hör einfach nur zu, Dan und dein Kumpel Tom, die sind zu clever, Jordy auch, manchmal ist Denken störend. Und dann kommt, Denise ist da besser dran, aber sie ist schwanger. Auf eine Schwangere kann man sich nicht verlassen. Ja. Wo ich mir gedacht habe, und darauf kann man sich warum nicht verlassen? Die hat den Puls überlebt, die ist mit euch mitmarschiert, die hat einen Schwarm getötet, die ist jetzt auf dem Weg mit euch. Wie viel mehr Belastung muss sie denn beweisen, dass sie verlässlich ist? Genau. Aber generell finde ich, dass dieses Buch Puls war das erste Buch, wo ich von Stephen King richtig enttäuscht war, weil die Charaktere definitiv komplett schwach waren. Dieses Frauenbild, ich habe mich an Alice teilweise echt geärgert. So dieses Naivchen, sie ist ja noch klein, aber sie muss sich kümmern, das hatten wir ja alle schon, das ist jetzt nur Wiederholung, die ich sage. Aber es ist mir zum ersten Mal bei den ganzen Stephen King Büchern so extrem aufgefallen, dass die Frauen oder die weiblich gelesenen Charaktere gar keine Rolle haben. Die sind einfach nur da, so Beiwerk, Schmücken, so als ob keine Ahnung, dieses, ja, wir haben jetzt irgendwas, aber für die Frauenquote muss da ja doch irgendwie was rein. Das war mein Gefühl mit den weiblichen Charakteren. Und ich will dir da deine Illusionen nicht nehmen, aber in jeder zweiten Folge muss ich darüber rumschreien. Naja, du musst aber zugeben, wir waren, sagen wir mal, Ende der 90er auf einem besseren Weg. Ja, und der ist wieder komplett davon abgekommen. Ich erinnere dich nur an den Turm. Ich weiß. Er hat es seitdem wieder versaut. Ich bin sehr gespannt, was du zum nächsten Buch sagst. Und ich bin gespannt, was ich dazu sage, denn ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber da haben wir eine weibliche Hauptfigur. Na, ich bin gespannt. Aber darf ich ganz kurz nochmal auf Bücher wie Tommyknockers zurückkommen? So gerade bei Tommyknockers, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Tommyknockers. Tommyknockers, okay.
da hast du halt auch diesen weiblichen Hauptcharakter, der die komplette Story voranbringt und durchzieht. Bei S haben wir einen weiblichen Hauptcharakter. Nicht über S reden, da muss ich gleich weiterschreien. Ja, aber es geht darum, dass wir trotzdem weibliche Hauptcharaktere haben, die irgendwie stärker sind. Ja, die Funktion, die Beth heißt sie, glaube ich, ja, in S heißt, ist, dass sie die Beine breit macht, dass sie mit dem ganzen Rudel schläft, damit die Jungs ihre spirituelle Bindung erhalten. Nein. Gut. Ja, das haben wir viel diskutiert. Dela lässt sich nicht davon abbringen. Sie hat auch andere Funktionen, aber ja. Alles gut, aber die Charaktere kommen mir einfach so vor, als ob die von vornherein geplant waren. Hier ist das so. Ich habe das Gefühl, King hat die Story geschrieben und irgendwann gemerkt, ach scheiße, ich habe nur Männer. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist stimmt, ja. Aber dass sie dann halt auch noch in den Zusatzfunktionen, die sie ausfüllt, auch noch die Unheilsbringerin ist, das kotzt mich halt noch am meisten daran an. Aber stell dir vor, eine Frau wäre mal für was Gutes da. Ja, geht nicht, ich bitte dich. Nee, das kann nicht sein. Jonas, hast du denn eine Meinung? Sei besser ruhig, du läufst nur in die Falle. Auf Raten meines Anwalts schweige ich. Okay. Ich finde halt, es beißt sich so sehr mit dem, wir haben es ja vorhin von Toms Homosexualität gehabt, die ist für 2006 doch einfach echt gut reingenommen. Also sie wird erwähnt, aber es wird kein Plot draus gemacht oder kein Hauptpunkt, ne? Und ich finde, dafür, dass er damit so umgegangen ist, wie er umgegangen ist, dass er einfach da ist und ich sag mal, trotzdem, ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, es ist so dieses so, diese Person ist homosexuell, wird aber behandelt wie alle anderen auch. Ja, wenn ist er nicht Klischee-Überladen. Ja, genau. Wenn er da anfängt, dann hätte er konsequent bei den Frauen weitermachen können oder bei den weiblich gelesenen Charakteren, weil warum auf einmal einen Trennstrich machen? Das macht er aber auch. Also seine homosexuellen Charaktere, die haben wir auch schon ein paar gehabt in der Laufbahn jetzt, sind immer besser als seine Frauenfiguren. Alle, durch die Bank weg. Wobei hier, also gerade mit Homosexuellen, wir haben 2006, es ist eine Welt nach Queer as Folk, nach Will und Grace und so weiter. Ich glaube, da waren wir auf einem besseren Weg, als wir jetzt sind. Ja. Ja, schon. Naja, jetzt kämpft er dafür gegen J.K. Also Respekt dafür. Ja, das muss man stimmt, ja. ihm das einiges stimmt. lassen. Gut, die Nebencharaktere, Jordan und ich habe die Namen alle vergessen. Den Professor fand ich noch ganz cool, der hat mir Spaß gemacht. Aber er lebt ja auch nicht allzu lang, von daher hat er auch nicht viel Entwicklung. Aber die Szene, wie der Professor sich wegräumt, die fand ich recht schmerzhaft. Das mit dem Füller im Auge, meinst du? Ja, das fand ich auch. Ich fand's cool, also so zumindest in der deutschen Ausgabe ist es so, dass glaube ich auch tatsächlich in den Sprachen, in denen er hat wahnsinnig schreiben müssen, dass das auch so komplett drin stand. Mir hat die Zeichnung der Szene, wie sie ihn finden, nicht wehgetan, sondern tatsächlich, dass auf einmal so Stück für Stück erklärt worden ist, wie der das hat schreiben müssen und sich dann langsam den Füller bei vollem Bewusstsein ins Hirn rammt und so. Das war schon ein ordentlicher Mitnehmer. Vor allem hat das für mich halt besser funktioniert als die ganze, die beißen die Leute auf offener Straße Todszene. Ja, es hat halt einfach einen Unikatcharakter, genau. Weil es sind halt so viele Leute zerrissen worden auf der Straße. Sie treffen ja irgendeinen Typen, der ihnen erzählt, so dieses, ja, ich habe aus der Sicherheit eines Hauses zugeschaut, wie eine Frau die Bewegungen von den Schwarmleuten nachgeahmt hat, damit sie noch durchkommt und dann sagt so, ja, und dann ist sie zerrissen worden. Ja. Aber dafür war das Ende vom Rektor schön gezeichnet. Den hätte ich grundsätzlich gerne länger dabei gehabt, einfach weil der, ich weiß nicht, also der hatte irgendwie mehr Charakter, fand ich. Das war halt so dieses, es wird ja auch ständig gesagt, so Typ von der echt alten Schule und so. Und der hat auf seine Redensarten geachtet und so weiter, hat die Leute auch irgendwie mit rhetorischen Mitteln ein bisschen gehebelt, wenn sie Blödsinn erzählt haben. Und der wäre bestimmt für die weitere Reise auch toll gewesen. Ja, er war das Professoren-Klischee, aber er war ein sehr unterhaltsames Klischee, ja, finde ich auch. Ja. Da hätte ich auf den Jungen verzichten können. Ja, wobei so schlimm fand ich den nicht. Der hat nicht gestört. Der war zu nichts Nutzer, aber der hat nicht gestört. Er hatte für mich so Wesley Crusher-Vibes. Ja, genau. Ja. Ging euch das auch so, dass ihr ein seltsames Gefühl hattet, als der Professor
anfangs Jordans Haar so getätschelt hat. Nee, ich glaube, das war für mich, ich habe den auch so gelesen, als ist der so 90 oder so. Also das, in meinem Hirn, ich weiß, was du meinst, aber das hat mich tatsächlich nicht gestört. Mir ist es auch komisch aufgefallen am Anfang, ja. Es hat, also diese Geste hat für mich Jordan im Kopf beim Lesen jünger gemacht, als er dann tatsächlich später deklariert worden ist. So, wo ich mir dachte, ah, so der ist so 8, 9, das ist so jemand, da darf man das noch machen, ohne dass das Kind verlegen ist oder so. Oder sagt sie so, hör auf, Mama, das ist peinlich, weißt du? Und dann war der nur was, 2 Jahre oder 3 Jahre jünger als Alice? 12 war er, glaube ich. Ja, genau. Und Jordan ist halt, also bei Jordan, da sind wir jetzt schon wieder, ich möchte es nicht zu lange dran aufhängen, aber da sind wir auch schon wieder an der Sache mit dem Frauenbild. Jordan, der stille Nerd, der immer sofort mehr Puls kriegt, sobald Alice irgendwie mit ihm interagiert, wo ich mir denke, Mensch, Leute. Ja, aber ich glaube, das kann für einen 12-jährigen Nerd auch tatsächlich realistisch sein. Ist halt schon hart. Ja, also bestimmt ja, aber es ist trotzdem schon hart Klischee gezeichnet. Ne? Also immer, wenn es um irgendwas mit Computer geht, weil alle keine Ahnung haben davon, dann fragen wir kurz den stillen Jungen und dann war es das auch schon wieder. Also was Jordan betrifft, es hatte irgendwie so dieses, dass er sich an den Rektor rangehalten hat, als wäre das so eine Art Vaterfigur für ihn. Und in dem Moment wurde es okay. Und nochmal auf den Direktor zu kommen, die Szene, wie der dieser Tod beschrieben wird, war für mich der einzige echte King-Moment in diesem Buch. Ich weil der Rest war kein King. Das war nicht dieser Horror, den ich geliebt habe damals. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Und um nochmal auf diese Kopfwuschel-Szene zurückzukommen, ich glaube in der Konstellation, dass dieser Junge da seit ewigen Zeiten in diesem Internat ist und 200% weiß oder vermutet, dass seine Eltern tot sind, weil das reiche Schnösel sind oder was weiß ich was. Oder, naja, vielleicht nicht mal reiche Schnösel, aber da macht das für mich wieder Sinn, dass er mitten in der Apokalypse Trost akzeptiert, auch wenn es ihm unter normalen Umständen peinlich gewesen wäre. Weil er ihn ja scheinbar wirklich verehrt. Der Direktor war irgendwie Jordans Turnschuh, ne? So, also ja, er hat halt einen echten Menschen gehabt und hat seinen Kummer da abladen können und hat halt dann auch vom, ich sag mal, dem Alter, der Erfahrung und vielleicht auch der mehr Gelassenheit des Rektors profitiert und nun, Alice hat halt nur Schuhe geknatscht. Die anderen aus der zweiten Truppe, ist da bei euch irgendwas hängen geblieben, weil die waren für mich nur Mittel zum Zweck. Die sind keine Charaktere, da hat gar nichts gezogen bei mir. Absolut nur Mittel zum Zweck. Also so dieser Dan, war das der Soziologie-Typ? Ich glaube, der immer gemault hat, ne? Genau, richtig, dieser Pessimist. So, der, irgendwo hat King kurz so dieses so, ja, der ist wie der Rektor. Und ich dachte mir, nein, der ist nicht wie der Rektor. Der Rektor war wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so schlimm wie der, als der Rektor so alt war wie Dan. Das waren halt einfach, ja, wir stecken dieses Team jetzt noch dazu, damit sie in dieser Welt, wo sie die Unberührbaren und einsam sind, nochmal jemanden haben. Also so, wir sind nicht alleine, so. Und mit denen dann nochmal auf die Reise geschickt worden sind. Nur damit sie sich dann sofort trennen und Clay einen Sturz alleine macht und sie sich dann doch wieder zusammenfinden und dann noch was in die Luft jagen. Und irgendwie, ich habe echt Probleme, mich überhaupt an diese Charaktere zu erinnern. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass ich das Buch hatte. Also daher komplett auch leere Charaktere. Geht mir aber genauso. Wollen wir mal über die Motivation von dem ganzen Ding reden? Weil, wie gesagt, mir hat das gut gefallen mit diesen Updates, wie die Evolution von diesen Dingern ist. Ich fand auch den Lumpenmann einen erstaunlich putzigen Charakter. Also da hatte ich so einen Moment, wo es mich an Brian Keene erinnert hat, der hat ja einen Anflug von Humor gehabt. Oder hab ich den nur reinlesen wollen? Von der Gestik her, ja, auf jeden Fall. Wo? Zum Beispiel, als er ihn verspottet, weil er weiß, dass Clay das Handy in der Arschtasche hat. Da schwingt für mich in dieser Gestik ein gewisser Spott mit. Und für Spott ist für mich eine gewisse Grundintelligenz auch zwingend notwendig.
ich hätte jetzt Clays Begegnung auf dem Grab vom Rektor mit dem Lumpenmann ins Feld geführt, weil da zum ersten Mal demonstriert wird, dass sie gegen den Willen der Leute einfach aus ihrem Mund sprechen können. Ja. Und als Clay dann so komplett entsetzt geguckt hat, hat der Lumpenmann halt so diese Armbewegung gemacht, ja, das war doch nix, wo ich mir dachte, na, nett. Genau. Also ich gebe dir recht, Tinkerbell, es ist zu wenig. Es hätte für mich viel mehr sein dürfen. Aber es sind schon Momente drin. Aber ich hätte das jetzt einfach nur auf die Intelligenz des Schwarms gesetzt, anstatt zu sagen, dass er alleine irgendwie diesen Sport hat, sondern dass dieser Schwarm, diese komplette Kollektivität, die ja weltweit irgendwie ist, dass die halt eine gewisse Intelligenz hat, aber er selber ist ja nur ein Sprachrohr. Das heißt, er selber ist eigentlich nur, ja, er ist halt, ja, und er ist halt der immer wieder in diesem Pulli beschrieben wird, und das war's. Und er ist nur Ausführung vom Schwarm. Deswegen finde ich ihn überhaupt nicht intelligent in dem Sinne, sondern einfach nur aber den Schwarm intelligent, dass der Schwarm plötzlich eine Intelligenzlevel entwickelt, das für solche Sachen wie Spott überhaupt empfänglich ist. Ach so, meinst du das? Ja, dann stimme ich dazu. Ich fand es ein bisschen komisch, dass dieser Schwarm trotzdem ein Individuum quasi als nach außen sichtbaren Sprecher hat. Das fand ich befremdlich. Würde ich jetzt aber auch wieder so machen, wie zum Beispiel, wie ist das fürchterliche Buch, was ich hasse wie die Pest, Dreamcatcher. Da haben wir ja auch diese Alien-Rasse, die da abgestürzt ist, und diese telepathischen Dingsies, die dann auch ja eine körperliche Form haben, auch wenn sie die eigentlich nicht brauchen. Es geht nur darum, wir brauchen eine körperliche Form, damit wir in irgendeiner Form aktiv werden können. Und da willst du, weil Menschen sind ja generell dazu gepolt, erstmal Anführern zu folgen. Und deswegen macht das für mich Sinn, dass wir als Schwarmintelligenz einen aussondern, der ein Repräsentant des Ganzen ist. Ja, aber wenn doch die ganze Festplatte von den Menschen gelöscht wurde, woher wissen sie dann, dass die anderen sich nicht auch als Schwarm, sondern als Individuum irgendwie funktionieren? Also für mich war das irgendwie nicht stimmig, dass sie das so kapieren, dass Menschen anders agieren oder sind als sie. Aber der Lumpenmann kommt ja erst später. Das ist ja erst, nachdem der Schwarm die Menschen überhaupt beobachtet. Genau. Also ist es ab dem Moment... Es kann quasi schon eine der ersten Update-Stufen sein. Genau das. Das ist halt, also ich glaube, Dan hat das auch kurz irgendwie erklärt, dass er ein Podium oder sowas ist. Oder Pseudopodium. Also ich meine, Menschen sind ja so gepolt, dass sie, egal ob du ihnen sagst, hier ist eine Schwarmintelligenz oder nicht, die wollen jemanden, den sie ansprechen können. Genau. Und dient der quasi stellvertretend als Schnittstelle. Das hätte auch, keine Ahnung, der Präsident von Yale sein können oder der Lehrer vom Tennisclub oder so. So war es halt der Harvard-Mann. Der Lumpenmann ist Karl Klammer. Ja, genau. Autsch. Aber hat für euch diese ganze, die updaten sich Geschichte und diese ganze, die werden anders, die machen eine Evolution durch, das hat sich für mich tatsächlich in eine ganz interessante Richtung gewandelt, wo ich vielleicht jetzt gleich den Bogen schlagen will zum nächsten Punkt, über den ich schreien muss. Wenn ihr mir das durchgehen lasst, oder habt ihr erstmal noch dazu was zu sagen, zu den Charakteren an sich? Also wenn ich noch was zu dieser Schwarmentwicklung, die du gerade angesprochen hast, sagen kann, wenn das noch hierhin passt, dann ja. Ansonsten würde ich erstmal, okay. Also ich habe es ja vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, irgendwann trennt sich die Gruppe, weil Clay irgendwie allein unterwegs ist eine Zeit lang und trifft dann ja diese Fauna bei Nacht und so. Und da habe ich mir halt gedacht, gerade weil das vorher kam, solange genug Normies zusammen sind, können die eine Gegentelepathie oder sowas und können versuchen, den Schwarm draußen zu halten mental. Das hätte ich lieber gesehen mit ein bisschen Erklärung oder das, wie die rausfinden, wie der Schwarm stufenweise stärker geworden ist oder sich entwickelt hat oder was die alles können. Das hätte ich lieber gesehen, als Clay dabei zuzuschauen, wie er eine Woche oder was das war, alleine rumläuft und in Hausmeisterhütten schläft und irgendwelchen einzelnen Faunern begegnet. Zumal für mich auch unbefriedigend geklärt ist,
warum die anderen quasi in die Irre geführt werden und Clay nicht. Weil Clay wahrscheinlich sowieso dahin wollte, wo er hin sollte. Eben in diese No-Phone-Area, nehme ich an, oder? Wie habt ihr das verstanden? Das war doch irgendwie, dass die über die Träume geführt wurden. Also, dass sie zwar sich fortbewegt haben, aber in den Träumen haben die Phoner dann ja die Kontrolle über sie übernommen, haben sie ja quasi geleitet. Ja, ja, klar. Aber die Frage ist für mich, warum leiten sie Clay nicht und die anderen aber schon? Ja, ja, Clay will ja unbedingt zu seinem Sohn und Clay wird ja auch geleitet, weil er ja weiß, dass sein Sohn da ist und dass der Lumpenmann ihm immer wieder sagt, ich habe deinen Sohn, ich habe deine Frau, sie sind beide hier, komm her. Und das ist ja, die anderen haben gar keine Motivation. Warum sollten sie dahin? Das gibt ja keinen Grund. Ja, okay. Ja, genau. Ja, okay. Ja, bin ich dabei. Clay rennt ja geradewegs nach Kashuak rein und die anderen sagen, nee, du lass mal, wir gehen nach Westen oder so. Wobei nach Westen geschickt werden ja immer so eine Sache ist im King-Universum. Ja, und die wollen ja dahin und sagen, ja, die machen ihre eigene mentale Abwehr und deswegen gehen sie woanders hin und das funktioniert ja eher so semi. Hübsch fand ich tatsächlich noch die Idee, dass die Schwarmintelligenz tatsächlich auch noch in der Lage ist, aktiv, proaktiv Leute zu rekrutieren, indem sie eben diesen Leuten diese Zollstelle mit den Handys dann baut und so. Das fand ich ein ganz hübsches Element. Es ist mir nur leider überhaupt nicht erklärt worden und überhaupt nicht, was die Motivation dahinter ist. Naja, also in Anknüpfung an dieses Unser Weg ist der einzige Weg zu leben, vielleicht einfach den Rest, der noch geht, irgendwie konvertieren. Mehr habe ich da jetzt aber auch nicht, was ich da irgendwie rauskratzen kann. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, den ich noch habe für mich, der schwierig war. Wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit über diesen Punkt gesprochen von, was ist eigentlich Normalität? Dass eben selbst dieser Prozess in Clay ja stattfindet, von, die sind die Bösen zu, naja, also eigentlich sind wir jetzt der Untergrund und sind wir jetzt die Guten oder doch nicht? Wenn man diese ganze Idee ein bisschen von diesem Terrorismus-Aspekt löst, ist das für mich einfach nur eine Form von Evolution. Und Evolution ist ja erstmal per se nicht böse und nicht gut. Und wenn ich unter diesem Aspekt an die ganze Sache reinkomme, kommen wir hier wieder einen riesengroßen Ableismus-Aspekt, meiner Meinung nach. Denn er findet dann ja seinen Sohn und sein Sohn ist keiner von den aggressiven Zombies, also er ist keine aktive Bedrohung mehr. Er ist nur anders, er ist geistesabwesend, ich zitiere an der Stelle, Clay beobachtete, wie der Fahrtwind die langen schmutzigen Haare seines Sohnes nach hinten blies und dachte, Gott steh mir bei, das ist, als würde man mit einem Hund spazieren fahren. Und was dann ja letzten Endes auch dieser Punkt ist, der ihn dazu bewegt, diese Rückkonvertierung zu versuchen mit dem zweiten Handy. Das ist für mich ein absolutes Gleichnis auf, ja, irgendwie auf Behinderung. Ich kann es sehr schwer fassen, aber die Idee ist für mich, oder was ich da rausgelesen habe, ist dieser Gedanke, selbst ein totes Kind ist besser als ein minderwertiges Kind. Und die Minderwertigkeit kommt für ihn nur dadurch, dass er anders ist, also dass der Junge anders ist als er. Er ist nicht mehr gefährlich, er ist in keiner Form mehr eine Bedrohung, er ist nur anders. Und das ist das, was Clay nicht akzeptieren kann. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen dieser Autismus-Diskussion ist. Dieses, du bist in deiner eigenen Welt, eine sehr überspitzte Form von Autismus. Es gibt ja diese Zeichnung, dass die Autisten ja nur eine einzige Sache können. Natürlich. Und sich nur darauf konzentrieren und ansonsten komplett zurückgezogen sind. Und diese ganzen Klischees, und das war halt bei mir auch so ein Punkt, wo ich da stand, so am Ende, das ist mir damals nicht aufgefallen, aber jetzt, als ich es nochmal hatte, war das... Das macht das Buch einfach nochmal am Ende nochmal richtig schlecht. Ja. Und wir haben dieses, ich hätte das vielleicht auch überlesen. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht.
Aber wir kennen diese Darstellung von geistiger Behinderung aus Daddels, wir kennen die aus Regulator. Wir kennen die, ja, Daddels und Regulator fallen mir jetzt spontan auf Anhieb ein. Für Behinderung, geistige Behinderung ist per se erstmal minderwertig. Ich bin mir nicht sicher, ob King das so meint, aber er kommt da nicht aus seinem eigenen Hirn raus, befürchte ich. Aber das ist für mich ganz viel drin. Vor allem mit diesem Punkt, er hinterfragt ja gar nicht, ob er jetzt vielleicht einfach akzeptieren kann, dass diese neue Menschheit, diese Zombie-Menschheit oder was auch immer, dass das eben kein Angriff per se ist, sondern einfach eine neue Evolutionsstufe und dass er einfach veraltet ist. Nein, alle anderen müssen kaputt sein. Und was kaputt ist, müssen wir mit aller Gewalt reparieren, egal zu welchen Kosten. Versteht ihr, wo ich hin will, was ich meine? Ja. Dazu habe ich auch was Interessantes gefunden. Denn in einer Rezension wird geschrieben, dass in dem gesamten Buch die alten Menschen einfach nutzlos sind. Ja. Also, ja, das ist tatsächlich. Wir haben die Jungen, die haben Ideen, die bringen es voran, die können was machen, aber die Alten, wenn die was machen, ja, das geht einfach alles in die Hose. Die haben komische Ziele, die sie sich setzen, wahrscheinlich, weil sie an dieser alten Welt festhalten, die gibt's nicht mehr. Ich meine, das guckt's euch um, das erleben wir momentan auch, aber naja. Und ich meine, sei es auch nur der Professor, der halt daran festhält, diese verlassene Schule zu verteidigen oder dort weiter zu bleiben. Und die Zombies, die Phonies, die lachen sie eigentlich nur aus. Es ist wirklich Alice und Jordan, die finden Erklärungen für das, was passiert. Wir wissen nicht, ob es stimmt, aber die versuchen es wenigstens. Und das sind auch, glaube ich, die einzigen, die wirklich verstehen, dass es, ja, da, zumindest am Anfang, dass es ein Krieg ist, in dem sie sich befinden. Ja. Aber du musst halt bedenken, dass alles, was irgendwie sich verändert, ist erstmal grundsätzlich schlecht. Jede Änderung ist schlecht. Alles, was ich nicht kenne, ist schlecht. Alles, was neu ist, ist schlecht. Das hatten wir früher nicht. Früher war die Welt viel besser. Das ist doch irgendwie dieses Schema. Erstens, das ist das Schema. Und zweitens eben, weshalb es mich stört, ist der Moment, dass Clay ja tatsächlich selber diesen Erkenntnismoment hat von wegen, nein, ich bin jetzt gerade nicht mehr die Normalität. Für mich wäre dieses Buch auf einem versöhnlichen Ton geendet, wenn er seinen Sohn genommen hätte und versucht hätte, sich in die Welt dieses Sohnes in irgendeiner Form nicht vielleicht reinzuversetzen oder so. Hätte er jetzt gesagt, okay, ich nehme dieses beschissene Handy und mache mich selber zum Zombie, damit ich mit meinem Sohn zusammen sein kann in irgendeiner Form. Das wäre auch kitschig gewesen und blödsinnig. Aber es wäre ein versöhnliches Ende für mich. Damit hatte ich sogar gerechnet, dass das passiert. Genau, so ist es einfach wieder der obligatorische Egoismus von Leuten, die sich selbst für geistig und körperlich intakt halten. Von einem alten weißen Mann, der die Änderung nicht akzeptiert. Genau. Ja. Und ja, aber das ist dann doch auch das realistischere Ende, oder? Ja, leider. Ich meine, King hat hier auch, also selbst in seinem Vorwort, so einen Moment von alter weißer Mann, wenn er beschreibt, dass er Handys nicht mag und keins besitzt. Ich glaube, das hat sich seitdem auch geändert. Mhm. Aber trotzdem ist das auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja. Und das erkennt man auch in diesen Figuren halt wieder. Das, wo du es gerade sagst, auch wo es eine Szene gab, wo da stand, ja, die auf dem Boden lagen, die Handys, die wurden zertreten und so. Und stell dir das mal vor, heute mit den Leuten mit ihren Handys. Psychophie, wolltest du was sagen oder war das ein Fehlalarm? Nee, alles gut. Ich würde, wenn ich jetzt gerade dem Flo nicht dazwischen gerutscht bin. Ja, bitte. Mach ich. Okay, also ich finde halt, ich finde es halt irgendwie so schwierig, gerade gegen Ende, wenn er seinen Jungen ja hat. Und er hat ja, er weiß ja, er war doch dabei, er hat den Großteil dieser Andersartigen ausradiert. Und nur im Schwarm sind die stark genug, um gefährlich zu sein. Diese Gefahr hat er höchstpersönlich gebannt. Warum nicht einfach fünf gerade sein lassen? Ne? Genau. Das ist halt so,
er hat ihn gefunden, er hat auf Eigenrisiko, weil das kann er ja eigentlich nicht abschätzen, wie stark so ein einzelner Fauna sein kann, hat er seinen Jungen bei sich behalten, weil es mein Sohn, und es ist ihm offensichtlich nichts passiert. Und dann, weißt du, so an der Stelle wäre auch für mich ein schöner, guter Punkt gewesen. Ja. Aber er ist dann eben nicht mehr heile. Er ist dann nicht mehr normal, und deswegen können wir das nicht akzeptieren. Das wird tatsächlich schon weiter vor, also weiter vorne an mehreren Stellen im Buch wird das, glaube ich, tatsächlich schon mehrfach untermauert, was du da sagst, Dela. Denn ganz oft wird gesagt, also dieses so, das ist eine beschissene Art zu leben und das kann nicht sein und die da erklären uns den Krieg oder die sind halt so anders, wo ich halt, also so, ja klar, wenn sich evolutionstechnisch eine neue Art Mensch erhebt und anfängt, dich und deinesgleichen zu konvertieren, wehrst du dich aus Eigenantrieb dagegen, einfach weil da ist ein Eigenantrieb, dass du das bewahrst, wie du bist, weil du willst dich bewahren. Das ist so ein Kern, ne? Aber das ist ja das mit dieser Konversionsszene. Es ist ja nicht mal so, dass ein, es wird ja so geschrieben, dass ein großer Teil der Normalen entweder freiwillig zu diesen Zollboxen geht und telefoniert, um auch ein Zombie zu werden. Ob sie das jetzt begreifen oder nicht, ist erstmal zweitens, aber sie machen es. Und dass die anderen, also zum Beispiel dieser Typ auf dem Motorrad und so weiter, dass die nach den Regeln der neuen Herrscher spielen, erstmal ohne dagegen anzukämpfen. Ja. Die sind jetzt das neue Normal. Und ich verstehe diesen Gedanken, wir sind jetzt im Krieg, solange die Leute anfallen und solange die Leute totbeißen. Das passiert ja aber ab zwei Dritteln des Buches eigentlich nicht mehr. Ja, ist richtig. Also ich würde tatsächlich noch so weit gehen. Also ich meine, es kommt ja sogar weiter vorne. Vorhin hat es, glaube ich, Tinkerbell oder wer gesagt, am Friedhof. Der Friedhof, den sie da finden, voll mit Faunern, der wird auf einmal bewacht von bewaffneten Normies, in Anführungszeichen. Mhm, genau. Ne? Die sind da einen Deal eingegangen. Die haben gesagt bekommen, hey, wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr dafür sorgt, dass wir in Ruhe gelassen werden. Also ist da ja schon auch irgendwo was möglich. Und halt also so der Rektor, so gern ich ihn mag von seiner schrulligen Art her, der Rektor kommt mir ein bisschen vor wie Stephen King. Einfach weil Stephen King hat Handys mal als die Geißel des 20. und 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob er heute eins hat, aber er hat mal behauptet, er hat keins und er würde sich nie eins kaufen. Und der Rektor steht halt auch da und sagt so, wollte keins, hab nie eins gewollt, hab eins geschenkt bekommen, hab's sich entladen lassen, hab's dann weggeschmissen. Und der fängt dann halt auch an zu fasen mit so, sie halten sich eine Strahlungsquelle ans Ohr und so, wo man halt schon merkt, dass da so ein stures, na, also Scheuklappen auf. Und was ja auch fatal ist, gerade ist eben noch junge Leute gefallen, als sie aus Boston rausgehen, stellen sie fest, dass eigentlich so gut wie keine jungen Leute da sind, deswegen Alice so auffällt, weil alle anderen besitzen ein Handy. So, die dummen Jungen besitzen ein Handy, das haben sie jetzt davon. Und die Alten sind übrig und versuchen, die Welt zu bewahren. Genau. Das ist halt schon extrem konservativ gezeichnet. Passend, aber ja, schon mit Geschmäckle dabei, ne? Irgendwie lustig, dass es gerade andersrum ist, ne? Die Jungen versuchen, die Welt zu retten und den Alten ist es egal. Naja, das Problem ist, dass die Alten jetzt auch immer noch denken, sie retten die Welt. Sie sehen halt die Welt nur, also sie wollen halt ihre Welt retten. Ja. Wir teilen uns nicht mehr dieselbe Welt faktisch. Das ist das Problem. Ja, sie wollen ihre Welt retten, aber das ist nun mal nicht die Realität. Das ist das Problem, ja. Die Realität der Jungen ist halt die Welt nach den Alten. Ne? Also so die ganze Sache wird ja irgendwann schlimmer werden. Und zwar dann, wenn es die meisten der Alten, die aktuelle Welt, wie sie sie kennen, behalten wollen, nicht mehr da sein werden. Das macht es halt schwierig. Aber könnte deswegen das nicht auch generell diesen Generationskonflikt darstellen? Sicherlich, auf jeden Fall. Ja. Wäre mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Der ist jetzt mit euch am Reden. Das ist spannend. Gut. Ich wäre an der Stelle mit dem Inhalt eigentlich fertig, weil es gibt ein paar hübsche Szenen, eben zum Beispiel, als sie die da wegsprengen und so weiter und so fort und viel mehr Bumm machen, als sie eigentlich machen wollten und so weiter. Aber das sind alles Szenen, die liefen für mich so weg. Also das ich kann darüber nicht viel sagen, ehrlich gesagt. Also ich weiß in Retrospektive tatsächlich gar nicht mehr, was ich 2006, 2007 am Buch gefunden habe, dass ich so großartig fand. Ich wollte heute eigentlich einsteigen mit Puls ist neben dem Turm, eines meiner liebsten Bücher von King. Liegt wahrscheinlich auch an der tollen Hörbuchausgabe von Audible, falls ich das hier sagen darf. Die ist gelesen vom großartigen David Nathan, das ist der deutsche Synchronsprecher unter anderem von Christian Bale. Und der
der bringt da richtig Atmosphäre rein. Also für mich hat das wahrscheinlich viel davon getragen. Als ich es dann zum ersten Mal selbst gelesen habe, habe ich angefangen, leicht Kopfschmerzen zu bekommen. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was das Hörbuch überhaupt trägt. Das ist David Nathan. Mhm. An dieser Stelle ganz kurzer Disclaimer. Man darf Audible bei uns nennen, aber wir sind natürlich nicht in irgendeiner Form gesponsert. Ja. In Ordnung. Genau. Also mir fällt zum Inhalt nichts mehr ein. Jonas, hast du noch was? Ich habe nichts mehr, nein. Flo? Ja, ich habe noch was. Und ich möchte dazu mit einem Zitat von King beginnen aus dem Jahr 2002. Da hat er sinngemäß gesagt, also man kommt an einen Punkt, da hat man dann die Ecke des Raums erreicht und du kannst einfach nur zurückgehen, wo du schon mal warst und ja, du recycelst einfach dein Zeug. Und das sehe ich in meiner eigenen Arbeit auch so. Ja. Das hat er damals gesagt, so ein, als er gesagt hat, ja, ich höre vielleicht auf. Dieses Recyceln, und vielleicht liegt es auch daran, dass er dieses Buch in so kurzer Zeit durchgezogen hat, das fällt mir hier unheimlich auf. Ja, ja. Also, wir haben viel des Stand drin. Also, das Ganze. Warte mal ganz kurz, nur damit ich das in den Shownotes richtig mache. Sind wir damit schon in den Querverbindungen? Nein. Okay. Das ist jetzt, also thematisch ja, aber das möchte ich nicht als Querverbindung zählen, sondern als einfach nur mal als, er hat es sich hier leicht gemacht, glaube ich. Ja, hundertprozentig. Also, wir haben das Stand, gerade so das letzte Drittel, wenn die dann nach Las Vegas gehen und so weiter. Auch bei die Leiche gibt es diese Gruppe, die auf ein Ziel zumarschiert. Dreamcatchers haben wir auch vorhin schon genannt. Da hat er, glaube ich, auch viel rausgenommen. Und auch Tommyknockers haben wir schon erwähnt. Mir ist das aufgefallen. Ich wusste, dass ich diesen Punkt bringen werde. Und dass wir im Laufe dieser Folge so oft auf andere Bücher verwiesen haben, aber auf eine andere Art als sonst. Mhm. Also nicht hier hat er einen Querverweis gesetzt, sondern hier hat er Ideen genommen, die er schon mal hatte. Ja. Natürlich der Nebel, würde ich auch sagen, ist hier mit drin. Alleine das war das Ungespann. Ist beim Nebel ja 1:1 das. Genau, das Vater-Sohn gespannt und auch zum Beispiel diese religiöse Fanatikerin. Mhm. Die hat mich sehr stark an die aus dem Nebel erinnert. Ja, also ich glaube, er hat wirklich dieses Buch aus Ideen zusammengesetzt, die er schon mal hatte. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das Ganze zwar coole Momente hat, also ich sage ja, der Anfang macht mir trotzdem Spaß, aber es ergibt kein stimmiges Bild. Darf ich dazu einmal ranten? Natürlich. Immer. Das war das erste Buch von King, wo ich gedacht habe, was für ein Scheiß. Da bist du auf jeden Fall uns gegenüber schon im Vorteil, weil wir denken das schon öfter, aber ja, sprich weiter. Ja, aber da war das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, dass nichts Neues war. Und ich habe jetzt auch tatsächlich Under the Dome noch gelesen. Und danach habe ich beschlossen, es tut mir leid, den Scheiß danach will ich mir nicht mehr antun. Das will ich nicht mehr, weil da einfach nur noch 0815 Retorte ist. Und wenn er 2002 gesagt hat, ich wiederhole mich eh nur, ja, das tust du, Junge, seit 20 Jahren. Lass es, hör auf, bitte. Ja, es gibt auch unter Fans diesen Streit, ja, nach dem Dunklen Turm, das ist alles New King. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, New King ist immer scheiße. ja, King ist anders geworden seit dieser Zeit. Wir hatten letztes Mal ja Colorado Kid, was ja eine Krimi-Geschichte war. Wir werden in Zukunft öfter Sachen haben, die mehr in Richtung Krimi gehen als in Richtung Horror. Juhu. Ja, wart mal ab. Wie schlimm es wird. Also ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, ich bin froh über diesen Podcast, weil dadurch bin ich gezwungen, den Rotz zu lesen. Ich habe ja damals, wie gesagt, ich bin ab jetzt blind, ich bin mit dem letzten Turm, also beziehungsweise mit Wind, aber Wind außerhalb der Chronologie, ich bin mit dem letzten Turmband blind. Ich habe seitdem keinen King mehr angefasst. Das heißt, ich war bei Colorado Kid blind, ich bin jetzt bei diesem Buch blind reingegangen. Und bis jetzt muss ich sagen, ich hätte es, wenn ich diesen Podcast nicht hätte, würde ich spätestens ab jetzt sagen, okay, leg mich am Arsch, du existierst nicht mehr.
Da dieser Podcast existiert, werde ich mich auch durch die weiteren Bücher noch durchfehlen und vielleicht habe ich ja Glück und ich werde am Ende wieder versöhnt. Aber aktuell bin ich auf dem Standpunkt, New King kann man vergessen. Es wird besser. Ich kann dir nicht versprechen, ob es mit dem nächsten Buch besser wird, weil ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr sehr an Love, aber es wird besser. Mhm. Es kommen tatsächlich noch ein paar Highlights. Das glaube ich nicht. Doch, ich gebe dir nachher ein paar Lesetipps. Okay. Ganz kurz quer reingefragt, ist das Mädchen nach Puls? Ja, ne? Nee, das Mädchen ist schon durch. Ist schon vorher. Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, noch eines. Ich habe sie, glaube ich, auch nicht in chronologischer Reihenfolge gelesen. Aber das war so eines der letzten Bücher, wo ich mir gedacht habe, ja. Und dann kam Puls, das ich früher super toll fand. Und heute wird es halt irgendwie mit jedem Durchgang zäher. Mhm. Mittlerweile fasse ich die Print- oder die EPUB-Version nicht mehr an. Wenn, dann lasse ich mir das von David vorlesen. Das macht die Sache dann wieder erträglich. Aber das war es dann halt auch schon. Aber das Mädchen ist meiner Meinung nach neben The Long Walk sein absolutes Meisterwerk. Also bei mir persönlich. Also das heißt nicht, dass es das ist. Lecker. Aber ich liebe diese beiden Bücher so sehr, weil ich in diesen beiden Büchern am meisten in die Charaktere wirklich reinsteigen konnte, weil die beiden Bücher wirklich noch diese Tiefe hatten und aber auch diese Faszination für mich mit dem Horror. Und das ist nicht, dass so subtiler Horror war, der aber wirklich da ist und dann... Ja. Gut. Wollen wir in die Querverbindungen gehen? Ja, sehr gern. Ich würde mal anfangen, Flo, und du ergänzt dann einfach. Ja. Also selbstverständlich haben wir hier die Figuren aus seiner Graphic Novel, haben wir ja schon erwähnt, den Zauberer Flack, Ray Damon, also RD. Lustig fand ich tatsächlich, dass es einen Robo-Mustang gibt, der stottert. Also da haben wir auf jeden Fall die Turmverbindung hundertprozentig. Weitere Turmverbindung ist natürlich Charlie Chuff-Chuff, den sie dann finden auf diesem Karussell. Ja, der hat tatsächlich, also als ich habe ja wie gesagt kurz davor die Turmreihe fertig gelesen. Als ich das gelesen habe, habe ich ganz kurz Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? dann haben wir hier den Aspekt mit dem Träume als verbindendes Element, das habe ich ja schon gesagt, oder wir schon gesagt, das haben wir bei The Stand. Die ganze Telepathie-Geschichte haben wir zum Beispiel bei Duddits, glaube auch teilweise bei Tommyknockers, aber auch die Feuerkind und sowas, das hängt da schon alles mit drin. Noch eine Turmverbindung, beziehungsweise über Bande eine Turmverbindung, es folgt, kommt irgendwann der Satz, folgt möglichst rasch der gelben Backsteinstraße nach Korschek und zur Erlösung. Die gelbe Backsteinstraße ist natürlich ein Witz auf Zauberer von Oz und Zauberer von Oz wird natürlich im Turm auch wieder ganz viel referenziert. Dann nennt Tom diesen Bereich ohne Telefone Tote Zone, also Dead Zone. Das ist natürlich dahingehend auch wieder eine Querverbindung. Und Augenblick. Eine letzte habe ich noch, die ich sehr putzig fand. Die ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen, als ich es dann gehört habe. Ein Dreikäsehoch, der sich vor einer vielbefahrenen Straße fürchtet, auf der LKW vorbeidonnern. Und für mich ist das eine Verbindung zu Friedhof der Kuscheltiere. Aber ich weiß nicht, ob ich die nur reinlesen möchte. Gefällt mir sehr gut. Ja, Friedhof der Kuscheltiere wäre ja auch eine Verbindung, wenn es um Zombies geht. Zumindest am Rande. Ja, stimmt. Halt mal auch in vielen anderen Geschichten. Also manchmal kommen sie wieder, Creepshow oder richtige Zombies in Hausentbindung. Stimmt, ja, die habe ich ganz vergessen. Genau, ansonsten, ja, es gibt noch andere Geschichten, wo wiedererweckte Tote auftauchen, aber die möchte ich jetzt nicht so als Zombie-Apokalypse nehmen. Die lassen wir mal weg. Dann haben wir die TR-90. Erwähnt, das ist ein Gebiet am Darkscore Lake in Maine. Also man kommt von Derry zum Beispiel dahin und von Castle View. Das ist auch in Das Mädchen erwähnt worden, in Sarah. Und in späteren Geschichten wie Feuerwerksrausch und Ratte spielt das auch eine Rolle. Und in Duddits natürlich. Ja, genau.
Dann haben wir natürlich noch diese, also wenn wir auf diesen Ableismuspunkt hin wollen, den ich schon erwähnt habe, dann haben wir auch hier wieder eben Regulator auf jeden Fall zu nennen, wenn du es auf diesen Autismus-Aspekt runterbrechen möchtest und Daddels, wo auch wieder dieselbe beschissene Darstellung vorhanden ist. Psycho-Vie, du hattest vor uns noch, weil wir gerade über Regulator und Desperation gesprochen haben, in der Sprache Verbindungen gesehen. Ja, richtig. Ganz am Anfang, als die ganze Sache zum Teufel geht, die ganze Welt, wie man sie kennt, trifft Clay ja ein paar von diesen verrückt gewordenen, die dann rumschreien. Und das liest sich, beziehungsweise klingt so wie die Sprache der Toten in einigen anderen Werken von King. So hier, Babala, Kasala und den ganzen Krempel. Mhm. Und ja, das war tatsächlich so ein ganz kurzer Moment mal, das kenne ich doch. Augenblick. Ich hatte irgendwie noch eine andere Sache, das war sogar die Kapitelüberschrift hier. Mit den Rosen? Mit den Rosen, genau. Mhm. Verblassende Rosen, dieser Garten ist verblüht. Das hat mich dann auch schon wieder direkt so zum Turm zurückgeworfen, weil die Rose auf dem Grundstück geschützt werden muss, ne? Mhm. Da hatte ich tatsächlich eher an Rose Red gedacht. Oh, das. Oh, auch, ja. Ja, stimmt. Ja, und es gibt noch eine Verbindung. Clay glaubt am Anfang, als alles vor die Hunde geht, dass er durchgedreht ist und in der Anstalt Juniper Hill sitzt. Und Juniper Hill ist eine Nervenheilanstalt, die erwähnt wird in S, in einer kleinen Stadt, in Das Spiel, in Schlaflos und in Kinderschreck. Hm. Wow, das ist voll an mir vorbeigegangen. Das ist quasi das Arkham Asylum der King-Welt. Genau. Ja, klar. Aber dass das überhaupt so erwähnt worden ist, ist okay. Muss ich vielleicht nochmal gucken. Gut, ich glaube, damit haben wir erstmal die Querverbindungen abschließend abgehandelt. Symbolik haben wir... Stopp. Sprich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin der Meinung, dass Georgie aus S erwähnt wird. Das Kind, dass irgendwie von einem Clown angegriffen wurde aus der Kanalisation. Oh, das weiß ich nicht. Klingelt da. Ja, jetzt wo du es sagst, so ganz dunkel habe ich da auch was im Hinterkopf. Na, also irgendwo kam das drin vor, dass er das einmal so in einem Nebensatz erwähnt, wo dann dieses Kind von einem Clown aus der Kanalisation angegriffen wird. Und ich kriege nicht mehr hin, in welchem Zusammenhang das war, aber das... Ich bin fester Mann, das war in diesem Buch. Das kann gut sein. Da gab es auch, also ich nagel mich nicht drauf fest, aber wo Tinkerbell es sagt, es gab, glaube ich, auch in irgendeinem knappen Nebensatz irgendwie ein Feuerunglück in Salem's Lot oder so. Irgendwie, also das ist, glaube ich, ganz kurz irgendwo am Rande mal so vorbeigeflogen, aber einen Beleg habe ich dafür jetzt aktiv nicht. Mhm. Ja, ist nicht schlimm. Gut. Ja, Symbolik, wie gesagt, haben wir ja in der Grundbesprechung schon abgehakt. Es ist Ableismus drin, das Frauenbild ist gruselig, es ist Technikfeindlichkeit drin, es ist dieser ganze Generationskonflikt drin, es ist die Frage, was ist Normalität und was passiert, wenn ich plötzlich nicht mehr da im Rom-Bereich bin. Ja, habt ihr zur Symbolik noch irgendwas zu sagen? Ich bin wie immer zu doof für Symbolik. Ich bin wie immer wie Jonas. Und wie gesagt, der ganze Terrorismus-Quatsch, ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Ja, das haben wir ja alles schon durchgekaut. Ich denke auch, sonst ist da nicht mehr viel dabei. Wir haben also die 9-11-Sachen, wir haben die Technikfeindlichkeit, alt gegen jung, wir haben das so viel Symbolik und Themen aus diesem Buch rausgeholt, viel Mögliches. Okay. Psycho-Vie, Ergänzungen? Ja, es ist halt, Symbolik hatten wir gerade schon mit 9-11 abgehackt, das war mir halt noch eingefallen. Es gab dieses Gespräch mit Tom und Clay in seinem Haus, wo er hier irgendwie nochmal den Turmbau zu Babel als Vergleich rannimmt mit elektronischen Spinnenweben. Mhm. Und die da, wo auch immer sie sitzen und ihre Götter anbeten, haben das nicht gern gesehen, haben es weggepustet. Ja, das ist dann halt schon wieder, ne, diese Terrorismus-Sparte, in die da reingeschlagen wird. Gut, und natürlich auch Religionskritik durch die ganzen religiösen Eiferer, die da so rumlaufen und so. Gut, Zitate, habt ihr Zitate? Nö. Nicht tatsächlich, also ich habe tatsächlich eines. Okay.
Das ist tatsächlich das Einzige, was mir auch so richtig kleben geblieben ist. Und zwar war das das, was Jordan gesagt hat, dass er selbst vom Rektor gelernt hat und dann zitiert hat, und zwar: der Verstand kann planen, aber der Geist hat Sehnsucht und das Herz weiß, was das Herz weiß. Das fand ich einfach auch völlig aus dem Kontext der Geschichte rausgelöst, fand ich das ein schönes Zitat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es irgendwo geklaut. Dieses das Herz weiß, was das Herz weiß, das ist irgendein Literaturzitat, aber ich komme ums Verrecken nicht drauf, wo es her ist. Aber ja, schöner Satz. Tinkerbell, hast du was? Nee. Das Einzige, was ich halt immer nur wieder in Erinnerung habe, ist dieses, wo sie einfach immer wieder über diese Baby-Nikes reden. Und ansonsten hat dieses Buch mich richtig nur genervt. Entschuldigung. Flo, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du mindestens eins hast. Weil das schreit nach dir. Ich habe eins, aber das ist mit Sicherheit nicht das, was nach mir schreit. Das ist einfach nur so das Gegenstück zu dem Literarischen von eben. Der strenge kleine Akzent zerrte an Clays strapazierten Nerven. Wäre es ein Furz, dachte er, dann einer von denen, die so klangen, als bliese ein aspartisches Kind auf einer Partytröte. Ja, das ist hübsch. Nein, der Satz, bei dem ich an dich denken musste. Was denkt ihr, haben wir von ihnen zu erwarten? Fragte Clay. Ach, den Tod, sagte Tom irgendwie desinteressiert. Wenigstens kann ich dann mal wieder richtig ausschlafen. Ja, eigentlich schön passend. Also nicht so ein richtiges Zitat, weil es irgendwie mittendrin aufhört. Das war, glaube ich, ein gewünschtes Stilmittel da. Ist von Alice, nachdem sie den ersten Schwarm hochgepustet haben, ist hier: sie sind tot, sie sind hinüber, sie sind knusprig. Burn, Baby, burn. Dann habe ich noch ein schönes, das fand ich einfach im Kontext dieses ganzen blutigen Buches so nett. Aus dem ergrauenden Haar auf der anderen Kopfseite des Verrückten schoss eine große Blutfontäne und er fiel auf den Gehsteig zurück, indem er melodramatisch die Arme ausbreitete. Guck, Mama, ich bin tot! Und als letztes habe ich noch einen Satz vom Rektor. Ja, bestätigte der Rektor. Im Grunde seines Wesens ist der Mensch nämlich gar kein Homo sapiens. Unser Kern ist Wahnsinn. Die oberste Direktive ist Mord. Was Darwin nicht gesagt hat, weil er zu höflich war, meine Freunde, ist die Tatsache, dass wir uns die Erde nicht untertan gemacht haben, weil wir die cleversten oder bloß die gemeinsten, sondern immer die verrücktesten, mörderischsten Arschlöcher im gesamten Dschungel waren. Das habe ich total vergessen, aber es trifft es halt tatsächlich auch wie Arsch auf Eimer, ne? Ja. Kann ich nur zustimmen. Gut, wenn ihr keine Zitate mehr habt, dann würde ich sagen, reden wir noch mal kurz über die Verwertungen. Da habt ihr, glaube ich, mehr Kenntnisse als ich. Ja, erstmal das obligatorische Hörbuch auf Deutsch, Hörbuch auf Englisch, haben wir ja schon erwähnt. Und dann gab es mehrere Versuche, das Ganze zu verfilmen. Als erstes hat es sich Eli Roth, also der Regisseur von Hostel und solchen Filmen, die Rechte gesichert. Der hat dann auch irgendwann erkannt, nee, so richtig ist das nicht, ich müsste so viel ändern und ich bin ein King-Fan, ich will das eigentlich nicht ändern. Wahrscheinlich hat er erkannt, dass man da keinen guten Film draus machen kann. Und er hat dann die Rechte abgegeben. Danach kursierte die Idee einer Miniserie. Hier lag wohl auch schon ein Drehbuch von King selbst vor, aber die wurde auch nie realisiert. Ja, und dann kam 2013 der Kinofilm Cell, oder auf Deutsch auch Puls. Also auf Deutsch Puls mit dem schönen Untertitel: Wenn alle vernetzt sind, ist keiner sicher. Wie aufregend. Der kam dann in die Kinos mit John Cusack und Samuel L. Jackson. Ja. Wer von euch hat den Film denn gesehen? Ich. Ich habe von der Existenz erst gestern erfahren, glaube ich, oder vorgestern. Dementsprechend muss ich passen. Also ich weigere mich, King-Filme zu gucken. Könnte ein Fehler sein. Aber naja. Nein, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, vor ein paar Jahren. Ich habe es jetzt nicht geschafft, ihn mir nochmal für diesen Podcast anzugucken. Aber ich habe ihn als sehr nichtssagend, sehr, ja, ziemlich langweilig und ziemlich uninteressant und auch
von den guten Schauspielern nur mittelmäßige Arbeit abgeliefert. Also ich glaube, er zählt zu den Filmen, die man auch nicht gesehen haben muss. Aber noch eine kleine Ergänzung. Der Film ist nämlich erst als Video on Demand erschienen und dann erst in den Kinos etwa einen Monat später. Ja, der hat eine komplizierte Veröffentlichungsgeschichte. Wahrscheinlich wollte ihn auch so keiner haben. Gut, ansonsten aber Theaterstücke oder irgendwelche super geheimen Projekte oder sowas nicht. Naja, es gibt Puls, das Musical. Nein, natürlich nicht. Wow, das hätte ich mir vielleicht sogar angeschaut. Das Orchester besteht einfach aus abgespielten Jamba-Spar-Abo-Tönen oder so. Das würde richtig rocken. Darf ich noch was zum Film sagen? Na klar. Ich habe den Film vor jetzt knapp einem Monat gesehen, als es hieß, hey, du kannst anfangen zu lesen. Und ich muss gestehen, dass der Film mit dem Buch einfach mal nichts gemeinsam hat. Es ist total komisch, es ist gefühlt unzusammenhängend. Die Schauspieler laufen da einfach nur durch, frei nach dem Motto, wir haben unser Geld bekommen, das reicht ja. Und gerade bei der Besetzung hatte ich eigentlich damals viel, viel mehr erwartet. Aber dass nicht mal die Szenen irgendwie übereinstimmen und dass da Sachen hinzugedextet wurden, wobei es wirklich Möglichkeiten gegeben hätte, glaube ich, aus diesem Buch einen schönen Film zu machen. Aber tatsächlich eine der schlechten King-Verfilmungen. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch und kommen zu den Bewertungen, oder? Ja. Gut, wer war denn bis jetzt von uns am positivsten gestimmt? Jonas hat am wenigsten gesagt. Ja, Jonas, fang du mal an. Ja, ich habe wenig gesagt, weil das Buch hat mich wenig berührt. Also, es hat nicht wehgetan. Es war eine nette Story, bei der nichts passiert ist. So ungefähr. Und ja, ich sag mal, ich gebe wohlgemeinte 8 Punkte. Okay. Tinkerbell? Ich bin schon die ganze Zeit überlegen. Wenn ich nicht wüsste, dass es Under the Dome gibt, würde ich sagen, es ist das schlechteste Buch von ihm aller Zeiten. Da es Under the Dome gibt, na, lieb gemeinte 2 Punkte. Okay. Psychofi? Ja, ich bin jetzt, nachdem ich, also so, man denkt sich ja immer erstmal so seinen Teil dazu und jetzt, wo wir drüber geredet haben und die Sache irgendwie ein bisschen realer geworden ist, weil wir haben drüber geredet, ne, man spricht es laut aus, was man denkt, fällt es mir tatsächlich schwer, dazu einem abschließenden Urteil zu kommen, mit dem ich, keine Ahnung, also so, ich mag die Hörbuchversion unglaublich gerne, ich bin natürlich auch irgendwie so ein bisschen nostalgisch verblödet oder verblendet davon, aber so jetzt der jüngste Genuss dieser Lektüre würde mich das Ganze runter reduzieren lassen auf, ja, ich würde auch sagen, wirklich sehr wohlgemeinte 9 von 19. Okay. Ja, nein. Ich sag ja normalerweise, Bücher, über die ich schreien muss, bewegen mich wenigstens. Da das aber dieselben 3 Themen sind, über die ich immer schreie, kann dieser Pluspunkt nicht gelten. Das, wo ihr gesagt habt, das nervt wenigstens nicht oder es geht mir wenigstens nicht auf den Sack. Nein, das Buch hat meine Zeit verschwendet und dem nehme ich das übel. Es ist nicht ganz so schlimm wie Sprengstoff, das ist ja für mich immer so ein bisschen die Wasserlinie. Aber mehr als 4 Punkte kann ich dir beim besten Willen nicht geben. Flo, du hast das letzte Wort. Ja, ich höre, was ihr sagt. Und ihr habt natürlich alle recht. Aber so tatsächlich habe ich mich 2/3 des Buchs unterhalten gefühlt. Es war eine nichtssagende Zombie-Geschichte, aber die war unterhaltsam. Und der Schluss ist dann für mich auseinandergefallen. Aber ich würde auch sagen, 9 Punkte ist es mir wert. Also, okay. So schlimm fand ich es nicht. War auch nicht gut. Okay, ich glaube, dann haben wir alles abgehakt oder haben wir irgendwas vergessen? Naja, wir hätten noch eine ganz wichtige Aufforderung.
Ja, weil ihr könnt gerne bei uns mitmachen, wenn ihr das möchtet. Wir haben auf jeden Fall noch mehrere Kurzgeschichten aus Sunset übrig, wobei ich davon jetzt schon ein paar losgeworden bin. Aber wie gesagt, wir nehmen auch gerne mit mehreren Leuten auf. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, dann ist das gar kein großes Thema. Dann sagt uns einfach Bescheid. Sagt uns, über welches Buch ihr gerne reden möchtet, beziehungsweise über welche Geschichten. Und das könnt ihr nachvollziehen, indem ihr in unsere Leseliste guckt, was noch vor uns liegt. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, ist das kein Thema. Dann würden wir euch entsprechend die Bücher in der Form eurer Wahl zuwerfen. Und technisch braucht ihr auch nichts weiter, nur irgendein Mikrofon und irgendein technisches Gerät zum Reinsprechen. Podcast-Erfahrung braucht ihr keine. Wir haben auch sehr oft Neulinge und wir sind da auch immer sehr glücklich damit. Ansonsten werden wir jetzt erstmal noch eine Zeit lang in einer kurzen Sommerpause sein. Ich tippe mal drauf, dass wir spätestens im September mit regulären Folgen weitermachen. Vielleicht bekommt ihr ein paar kleine Snack-Folgen. Das wollen wir euch aber noch nicht versprechen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal eine offizielle Sommerpause. Und im September geht es dann mit regulären Folgen weiter. Genau. Gut. Ansonsten bedanke ich mich ganz sehr bei euch. Es war wie immer eine wundervolle Erfahrung. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dasselbe von mir. Es war wieder ein Vergnügen mit euch. Gut, in diesem Sinne. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf und telefoniert nicht so viel. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.